Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen auf joelmediatv.de hier zu unserer ersten Sondersendung Joel Media Spezial live aus Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein herzliches Willkommen auch allen jetzt live zugeschalteten Zuschauern von Amazing Discoveries auf www.ade-tv.info und natürlich ein herzliches Willkommen allen, die hier live vor Ort dabei sind. Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr gekommen sind. Und wir wollen gar keine lange Vorrede machen. Wir haben viel Stoff. Ich hoffe, ich werde alles schaffen in der Zeit. Und es gibt etwas äußerst Spannendes zu betrachten. Wir werden ein Video gemeinsam analysieren und einige andere Videobotschaften auch, die, glaube ich, durchaus große Relevanz haben für die Zeit, in der wir leben. Jesus sagte, könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit erkennen? Und das, was wir heute betrachten wollen, ist so ein Zeichen der Zeit. Wir wollen es ohne Sensationslust tun, mit Nüchternheit, aber auch mit prophetischen Einsichten. Wenn es jemanden unter uns gibt oder auch denen, die jetzt zuschauen, die sich relativ wenig auskennen mit biblischer Prophetie, möchte ich auf zwei Serien hinweisen, bevor wir dann hineingehen, die vieles von dem ausführlich erklären, das wir heute quasi nur behaupten, ohne es viel belegen zu können. Das eine ist die Serie Ausweg 2012 auf Joel Media TV, wo wir biblisch die gesamte prophetische Botschaft der Bibel zeigen, aus den Büchern Daniel, Offenbarung und anderen Büchern, wo viele Dinge, die wir heute dann anwenden, nochmal gründlich erklärt sind, kann man auch hinterher nochmal nachschauen dann. Die andere Serie ist Magna Conflictio, wo der ganze geschichtliche Hintergrund über die letzten Jahrhunderte beleuchtet wird von dem, was heute wir hier betrachten wollen. Und jetzt möchte ich uns gemeinsam einladen, ein kurzes Gebet zu sprechen, denn um die Zeichen der Zeit zu erkennen, brauchen wir geistliches Unterscheidungsvermögen. Ich lade uns alle gemeinsam ein, die Augen zu schließen und auch Sie vor dem Computer können mit mir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, heute diese Zeit zu haben, um mit der Bibel in der Hand in die Welt zu schauen, was sich auf dem Gebiet der Ökumene und der religiösen Vermischung tut. Und wir leben in einer äußerst spannenden Zeit. Wir sehen Dinge, die seit Jahrhunderten vorhergesagt worden sind und die sich vor unseren Augen erfüllen. Wir möchten uns heute Zeit nehmen, das etwas genau unter die Lupe zu nehmen. Wir möchten dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Den wahren Heiligen Geist, nicht den Heiligen Geist, von dem nachher oft die Rede sein wird, sondern den wahren Heiligen Geist, der von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht überzeugt und uns zeigt, in welcher Zeit wir leben und die notwendige Vorbereitung uns schenken möchte. Sei du bei uns nach deiner Verheißung und hilf uns, dein Wort noch besser zu verstehen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Unser Thema heute Abend ist Papst Franziskus, Tony Palmer und der dritte Elia. Es werden drei Hauptfiguren, die wir hier vorne auf dem Bild auch sehen, eine Rolle spielen. Das ist Tony Palmer, Kenneth Copeland und Papst Franziskus. Vielleicht fragt sich der eine, wer diese drei Personen sind. Deswegen wollen wir ganz kurz, bevor wir das Video dann abspielen, das erklären. Wer ist Kenneth Copeland? Kenneth Copeland ist ein berühmter Televangelist. Das sind die Evangelisten in Amerika, die nicht nur in Stadien oder großen Kirchen reden, sondern Fernsehsender haben und quasi die ganze Nation erreichen mit ihren Programmen. Er ist Autor, er ist 77 Jahre alt schon. Sieht nicht so aus. Er hat ein Ministry gegründet, Kenneth Copeland Ministries, hat da 500 Angestellte in seinem Ministries. Das ist eine ziemlich große Bewegung. Und er ist eine der führenden Figuren in der charismatischen Bewegung. Die charismatische Bewegung ist ein Teil der Protestanten in Amerika und natürlich auch in anderen Teilen der Welt, die besonderen Schwerpunkt auf die Taufe mit dem Heiligen Geist legen, wo man dann in Zungen redet, wo es Heilungswunder gibt und so weiter. Und Kenneth Copeland gehört besonders zu der Gruppe, die man Word of Faith nennt. Das sind diejenigen, die sagen, was immer ich im Glauben sage, ich werde es bekommen. Wenn ich also im Glauben sage, ich möchte gesund werden und ich glaube, dass es Gottes Wille, dann werde ich auch gesund. Und wenn ich nur richtig glaube und ich möchte wirklich finanzielle Gesundheit haben, und dann werde ich auch meine Finanzen in den Griff bekommen. Und das wird manchmal verbunden mit dem Prosperity Gospel, also dem Wohlstandsevangelium. Wenn du wirklich glaubst, dann geht es dir gut. Ja, das ist etwas, was er mehr oder weniger vertritt und dort eine führende Figur ist. Wir werden gleich sehen, das Video, das dort gespielt wird, findet statt auf einer Predigerkonferenz seiner weltweiten Bewegung. Er hat dieses Ministry ist weltweit und da kommen hunderte, jahrtausende Prediger zusammen, die unter ihm arbeiten oder mit ihm affiliiert sind. Und das ist sozusagen der Hintergrund von ihm und allen denen, die dort anwesend sind. Das ist seine Website. Sieht nicht aus wie 77 Jahre, nicht wahr? Hat sich gut gehalten, seine Frau Gloria. Dann haben wir hier Tony Palmer. Wer ist Tony Palmer? Tony Palmer, obwohl das einige geglaubt haben, ist kein Katholik, sondern er ist Protestant.
Er ist anglikanischer Bischof, der ist etwas kompliziert, der Kommunion evangelikaler episkopaler Kirchen. CEC, die anglikanische Kirche ist ja ähnlich wie die lutheranische Kirche, eine Staatskirche, eigentlich an den Staat, also mit dem englischen Staat verbunden, hat aber auch überall dort, wo die Engländer früher Kolonien hatten, entsprechende Landeskirchen. Und sie ist genauso wie die lutherische Kirche gespalten in viele einzelne Gruppen, die zum Teil sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Und Tony Palmer ist Mitglied einer solchen Abspaltung, einer relativ kleinen Abspaltung, die sich vor allem auf die keltische Tradition beruft. Er war früher auch ein Evangelikaler, also ein typischer Protestant Amerikas. Er ist eigentlich Brite, aufgewachsen in Südafrika und ist Leiter des Ordens The Ark Community, dazu später noch mehr. Und er gehört zur Convergence Movement. Das ist eine Bewegung, die sagt, all die christlichen Denominationen, all die christlichen Gruppierungen, das sind wie Bäche, die alle zu einem Strom fließen. Das heißt Convergence, zusammenfließen. Also hier sind die Charismatiker und da sind die Katholiken und da sind die Evangelikalen und die fließen alle so wie Gebirgsbäche in den einen großen Fluss. Ja. Er selbst war, wie gesagt, Pfingstler und Charismatiker und ist dann zum anglikanischen Glauben übergetreten. Dazu gleich noch mehr. Und natürlich die Frage, da haben wir noch die Internetseite von ihm, das ist er. Und da sieht man keltischer Einschlag. Und das sind seine Glaubensüberzeugungen, relativ interessante. Unter anderem glaubt er und seine Mitgenossen, dass Jesus sichtbar und körperlich und bald, also zumindest plötzlich, zur Erde kommen wird. Er glaubt an die Wiederkunft. Das nur so nebenbei. Wer ist Papst Franziskus? Das ist wahrscheinlich den meisten einen Begriff, nicht wahr? Sein eigentlicher Name ist Jorge Mario Bergoglio. Er ist auch 77 Jahre alt, genauso wie Kenneth Copeland. Er stammt aus Argentinien und ist seit über 50 Jahren Mitglied im Jesuitenorden. Seit 1969 ist er Priester. Er ist dann Erzbischof von Buenos Aires gewesen und 2013 zum Papst gewählt worden. Und daran können wir uns wahrscheinlich alle gut erinnern. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir ins Video gehen. Was bedeutet das, wenn man Jesuit ist? Wer ist dieser Jesuitenorden? Hier haben wir die Internetseite der katholischen Kirche mit ihm als Papst. Was ist dieser Jesuitenorden? Er wurde 1534 durch ein gemeinsames Gelübde von Ignatius von Loyola und seinen Mitgenossen gegründet. Sie haben sich dann 1537 dem Papst Paul III. Unterstellt und wurden dann 1540 als Orden anerkannt. Dieser Orden war ganz anders als alle anderen Orden, die es vorher gab, denn er war nicht darauf aus, an einem Kloster zu leben oder irgendwie asketisch zu leben, sondern hat ein ganz anderes Ziel. Um das zu verstehen, ein kurzer Blick, hier haben wir Ignatius von Loyola auf einem Gemälde. Ein kurzer Blick in ihre Hauptkirche, das ist ihre Hauptkirche in Rom, war vor einigen Wochen gerade da, Il Gesù. Und da sieht man das Zeichen IHS, das berühmte Jesuitenzeichen. Die Sonne drumherum wird jeden Spätnachmittag angeleuchtet durch ein Fenster, wo die Sonne drauf scheint. Da ist die Kirche und die Jesuiten haben zwei berühmte Führer gehabt. Der eine war Franziskus Xaver. Das war der Weltmissionar. Der ist nach China gegangen, der ist nach Indien gegangen. Und hier haben wir noch eine Reliquie seiner Hand, mit der viele Menschen getauft hat. Er war dafür bekannt, dass er in die ganze Welt gegangen ist, um Menschen zum katholischen Glauben zu bringen, indem er ihnen gesagt hat, ihr könnt eure Tradition behalten, solange ihr Teil der katholischen Kirche werdet, ist das fein. So eine Art Synkretismus. Und dadurch hat sich die katholische Kirche sehr weit ausgebreitet. Er war der Weltmissionar der katholischen Kirche. Das heißt, das eine Ziel der Jesuiten war Weltmission. Das andere Ziel, das sieht man auf der anderen Seite in der Kirche, auf der anderen Kapelle, das ist die Kapelle von St. Ignatius von Loyola. Da gibt es ein Bild, ein Gemälde, kein Gemälde, eine Bildhauerei vielmehr gesagt. Und dieses Bild hier stellt die Kirche dar, die Religion, die wahre Religion, die Häresie, also die Ketzerei mit Füßen wegtritt. Und was man hier nicht so gut sehen kann, unter dem Bild ist ein Schriftzug hier, da steht Luther. Heißt also, das Ziel des des Jesuitenordens war es seit der Gründung, den Protestantismus auszulöschen. Dieser Engel, diese Putte, reißt Seiten aus einem Buch von Zwingli ganz wütend heraus. Der Jesuitenorden, das muss man wissen, ist gegründet worden mit einem einzigen Ziel, den Protestantismus aufzuheben. Und das haben sie durch viele Arten versucht. Eine davon war Herr Bellarminus, einer von ihnen,
um 1600, hat eine neue Bibelauslegungsmethode gefunden. Das Problem war nämlich, alle Protestanten haben mit ihrer Bibel in der Hand Daniel und Offenbarung studiert und gesagt, der Papst, das Papsttum als System, nicht die Menschen, aber das System ist der biblische Antichrist. Und wenn man Daniel 7 historisch liest, Offenbarung 13 liest, kommt man zu keinem anderen Schluss. Also musste man eine neue Auslegungsmethode erfinden, die jetzt den Antichristen entweder zur Zeit Neros sieht oder ist in der Zukunft. Das haben die Jesuiten 1600 getan. Und mittlerweile sind beide Theorien allgemeines Gemeingut der protestantischen Kirchen an vielen Orten. Das ist nur eine Methode, wie sie versucht haben, den Protestantismus auszulöschen. Hier haben wir ein Bild aus der Kirche St. Ignatius von Loyola, wo die Himmelfahrt von Loyola dargestellt wird und die ganze Welt, nicht wahr, die ganze Welt schaut auf ihn. Und das Ziel war und ist schon immer gewesen, die ganze Welt wieder zurückzuführen zum Gehorsam diesem Stuhl gegenüber. Das ist nicht im Petersdom, sondern in der Kirche, die noch über dem Petersdom steht. Das ist im Lateran, der Lateranbasilika, der höchsten, der Mutter aller Kirchen. Und da ist in der Kirche kein Altar, das ist einfach nur ein Thron. Ein großer weißer Thron. Thron des Papstes. Ja, der Jesuitenorden ist viel verboten worden. Hier nur die, ich bin jetzt nicht ganz durch, Jahreszahlen und Daten. Nur, dass sie mir nicht glauben, dass sie mir nicht dann hinterher sagen, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Diese ganzen Regierungen haben zu diesen Jahreszahlen den Jesuitenorden verboten, weil er so perfide gearbeitet hat. Und wirklich eine Gefahr, nicht nur für den Protestantismus, sondern auch für die Integrität des Rechtsstaats und so weiter gewesen ist. Ziemlich beeindruckende Liste. Noch bis vor ein bisschen mehr als 100 Jahren ist dieser Orden an vielen Orten Europas und der Welt, auch in Argentinien, verboten gewesen. Nun, heute feiert die Welt den ersten jesuitischen Papst aus Argentinien. Und das nur als kleine Einstimmung, weil dann versteht man manches besser von dem, was wir jetzt gemeinsam anschauen wollen. Wir werden es so machen, dieses Video, das wir sehen, ist auf Englisch. Ich werde immer längere Abschnitte zusammenfassen in der Übersetzung. Manchmal, wenn es die Zwischenräume erlauben, werde ich auch in das Video direkt übersetzen, sodass man ungefähr weiß, worum es geht. Bei wichtigen Aussagen machen wir kurz Stopp und analysieren kurz, was gesagt worden ist, um wirklich zu verstehen, was dort vor sich geht. Thank you, Lord. Hier haben wir Kenneth Copeland. Thank you, Lord. I said, thank you, das ist diese Predigerkonferenz. Und sie sind schon ziemlich, naja, im Geist, nicht wahr? Erfüllt und sind alle ganz begeistert. Wenn du jetzt noch nicht feurig bist, nach all dem, was wir gehört haben, dann ist dein Holz nass. Ja? Ja, preis den Herrn. Preis den Herrn, so dieses charismatische, ja, preis den Herrn. Sehr emotional. Willst du ein bisschen lauter haben? Now, I knew this, ich wusste das bereits, seit langer Zeit. Und ich habe es gehört. But then I also know it now, aber ich weiß es auch jetzt. Because of what I know. Von dem, was ich weiß. Ja, ein bisschen verwirrend, nicht wahr? You're gonna talk about tonight for a long. Ihr werdet über heute Abend noch lange reden. Oh yeah. I mean it. Ich meine genau, was ich sage. I said you're gonna talk about tonight. Ihr werdet über heute Abend for a long time. Noch lange reden. Now, also sagt, das ist ein bedeutender you got Abend. Ears to hear? Habt ihr Ohren zu Ohren zu hören? Interessantes Zitat, nicht wahr? Habt ihr Ohren zu hören? Wer die Bibel dabei hat, weiß, dass in Offenbarung 13 steht. Vers 9, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Und meine Herausforderung heute ist, auch an uns alle, die wir zuhören, wenn ihr Ohren habt, dann hört. Say it. Sagt es. My ears are blessed. Meine Ohren sind gesegnet. Now you know what we need to look at that. Don't sit down yet. Just get your Bible. Bleibt noch stehen, sagt er. Jetzt schlagt die Bibel auf. Zu Matthäus. We need to put your eyes on. Oh, das müsst ihr euch anschauen, Matthew, sagt er. Matthew chapter 13. Und Matthäus Kapitel 13. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Excuse me. Matthäus 13, Abvers. And let's look at the 15th verse.
Vers 15. This people's heart is waxed gross, their ears are dull of hearing, and their eyes, they have closed. If you can close your eyes, you can open them. Amen? Stopp, ich habe den falschen Text. 13, 15, Entschuldigung, ja, natürlich, ja, logisch. 13, 15, war richtig gewesen. 13, 15. At any time, also ich übersetze auch, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Ohren haben sie verschlossen, ears, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. I should heal them. Jetzt Achtung. But blessed are your eyes, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Weiß jemand, warum Jesus das sagt? Glückselig sind eure Augen, weil sie sehen? Und glückselig sind eure Ohren, weil sie hören? Weil sich Prophetie erfüllt. Ja, Jesus sagt, es ist prophezeit worden und jetzt erfüllt es sich. Ganz interessant, dass er an diesem Moment, wo wir sehen werden heute Abend, dass sich Prophetie erfüllt, dieses Wort zitiert, nicht wahr? Say it, my ears are blessed. Und jetzt rufen wir es aus, meine Ohren sind gesegnet. Meine Augen sind gesegnet. Shake hands and two or three people say, your eyes and ears are blessed. Ja. Und jetzt sagen sie es gegenseitig noch. We're blessed. Wir sind nur noch gesegnet. We're blessed. Hallelujah. Du kannst gar nicht oft genug sagen, dass sie gesegnet sind. And you may be seated. Praise jetzt können Sie sich hinsetzen. Has something really, really special. The Lord has blessed heute gibt es etwas tonight. Ganz Besonderes, wie der Herr segnen wird. Ich möchte euch jemanden vorstellen, den Tony Palmer. Komm mal vorne. And, Tony Palmer. Es ist also Tony Palmer. Some of you may know Tony and I go way back. Also wir kennen uns schon seit langem. Er wird euch erzählen. I asked him to come give his testimony and he's got er wird sein Zeugnis geben. So would you welcome würdet ihr bitte Tony Palmer jetzt this platform. Hier Bishop, thank willkommen you, heißen? Yes, sir. Haben wir ein bisschen Smalltalk? Amen. Do you have any idea? Glaub, kannst du dir vorstellen, wie toll es für mich ist, dich Bischof zu nennen und nicht Junge? Denn sie kennen dich seit 21 Jahren schon. Da war er damals noch ein junger Mann, der Tony. Aber er ist natürlich gewachsen. Aber du bist immer noch der gleiche. You can see why he gets ahead. Und so weiter. Tony, help yourself, sir. Jetzt geht's los. Forgive me this opportunity also ich danke für die Gelegenheit, a couple of moments introducing euch etwas to you something really, really ganz Besonderes special and historic. Und Historisches vorzustellen. Kenneth asked me if I would give a little bit of background gefragt, ob ich ein bisschen Hintergrund to who geben kann, I am, our connection, wer ich bin, was unsere and Verbindung what we're about ist to show you tonight. Und was wir euch heute zeigen wollen. But 22 years ago, vor 22 Jahren came to faith, bin ich zu radikalem Glauben gekommen. And it changed everything. Es hat alles in meinem Leben verändert. Mein Leben, and within a year, I found myself in full-time ministry. Und innerhalb eines Jahres habe ich bereits Vollzeitdienst getan für die Kirche, in der ich gerettet wurde. And I was door knocking. Was hat er gemacht? Haus-zu-Haus-Arbeit, nicht wahr? Wer hätte das gedacht? Alle Kommentatoren bisher haben das übersehen. Giving the gospel to every single family in our suburb, which was about 3,500 homes. Er hat an jeder Tür geklingelt in seiner Vorstadt 3,500 Heime. Ja? Man sollte ihn noch mal loben für das, was gut ist, nicht wahr? It took me and my wife 8 months. Es hat mich und meine Frau 8 Monate gedauert, alle Heime dort zu sprechen. To speak to every single person in our suburb. Mit jeder einzelnen Person zu reden über Jesus Christ. And that was 21 years ago. Das war vor 21 Jahren. And I remember, I've never told you this. Und ich erinnere mich noch, habe erzählt, before we used to go out in the morning, bevor wir rausgegangen sind, to do this evangelization, und diese Evangelisation getan haben, we used to watch da haben wir this crazy Texan und diesen preach the gospel. Texanischen Prediger. And we'd never heard anything like this before. Und wir haben noch nie sowas gehört wie Kenneth Copeland. Kenneth he used to be our encourager every morning. Er hat uns jeden Morgen ermutigt.
And that's how I came across the message, the word of faith. Und so bin ich auf dieses Word of Faith aufmerksam geworden. Also er war ein Gläubiger dieser Word of Faith Bewegung, ja. Er war einer von ihnen sozusagen. By preparing myself every morning to go out and preach the gospel. Er hat sich jeden Morgen vorbereitet auf den Outreach. VHS tapes, do you remember those? Und hat er diese VHS Videokassetten reingesteckt und hat sich Kent Copeland reingezogen. And we used to get encouraged and it was amazing the work that we did. That was just the beginning. Und das war nur der Anfang. Then I went into Bible school. Er ist in die Bibelschule gegangen. For the ministry, hat sich für den Predigtdienst ausbilden lassen. I went into the office in South Africa. Und dann ist er in das Büro in Südafrika von Kenneth Copeland gegangen. A friend of mine, Steve Kutsier, ein guter Freund von ihm. Der war dort der Direktor von diesem Ministry. Und er wollte einfach nur Ratschläge des Gebäudes haben. Aber er hat eine Arbeitsstelle bekommen. Good evening. I got a job. I was hired by KCM. Und hat dann für Kenneth Copeland gearbeitet. Er war Mitarbeiter bei Kenneth Copeland Ministries. Das ist der Grund, warum er eingeladen worden ist. Merkt euch das gut. And within a year, they asked me to be the director. Und innerhalb eines Jahres sollte ich Direktor für ganz Afrika werden. 98. Das war 1998. And I promised John when he interviewed me. Und ich habe ihm versprochen, als wir das Interview hatten, I'll come and work for you guys, ich werde für euch arbeiten, I'm going to Italy. Aber ich werde irgendwann nach Italien and gehen. I'm kind of like not telling you I'm leaving you, also ich sage natürlich nicht, ich gehe, bevor ich anfange, aber so he asked me for 3 years. Also hat er mich für 3 Jahre gebeten. Unless the Holy Ghost tells me otherwise. Und dann sagt er, ich habe gesagt, okay, 3 Jahre arbeite ich für euch, es sei denn, der Heilige Geist sagt es anders. Okay? That was our covenant. Das war der Bund, den wir gemacht haben. Well, it was about 2.5 years later, and the Holy Ghost said otherwise. Nach 2.5 Jahren hat der Heilige Geist anders gesagt. Achtung. And we were sent out to Italy. Wir sind nach Italien gesandt worden. My wife is from. Wo meine Frau ist. Ich bin seit 22 Jahren mit dieser italienischen Frau verheiratet. Es ist viel Italian Spaß. Wives are incredibly fun. Italienische Frauen sind ganz besonders fun. Big smile. Also große Freude an ihr. And it was an incredible time for us because I was born again, spirit-filled, in a evangelical Pentecostal church. Er sagt also, ich war wiedergeboren, vom Geist erfüllt, ich war evangelikal, ich war pfingstlos, charismatisch, also der typische Protestant. Er sagt mit anderen Worten, ich war einer von euch. Das dürfen wir nicht verpassen. Er kommt nicht nur und bringt ein Video vom Papst, er sagt ganz deutlich, ich war einer von euch, ich habe genauso gearbeitet, ich habe genau dasselbe geglaubt wie ihr. Und deswegen ist seine Geschichte so interessant, weil sie zeigt, wie jemand, der in einer protestantischen Bewegung aktiver Missionar ist, sich ändert. Like I said, I came to radical faith. Both me and Miliana, my wife, we had radical conversion experiences. Radikale Bekehrungsgeschichte. We've been raised in the Word of Faith. Wir waren im Word of Faith aufgewachsen. We've worked for Kenneth and Gloria in South Africa. Haben für Kenneth gearbeitet. But the call that we got to Italy was the call from Rome. Aber der Ruf, den wir bekommen haben nach Italien, war der Ruf von Rom. Er wurde von Rom gerufen. Jetzt schauen wir mal an, was da passiert ist. You see, while we were visiting Italy, our family. Während wir Italien besucht haben, unsere Eltern, haben wir unseren Glauben mit den Eltern geteilt. Aber es gab ein Problem. Wenn sie dann wiedergeboren waren, gab es keinen Ort, wo sie Gemeinschaft haben konnten. Jetzt achtet mal, warum. Die evangelikalen Kirchen damals waren viel zu gesetzlich. Okay? Where women, men and women had to sit separate. Männer und Frauen mussten getrennt sitzen, Frauen mussten Kopftuch tragen, man durfte nicht am Strand baden, das war verboten. Also als Jesus liebende Christen wollten wir sie nicht dahin bringen. Jetzt verpasst diesen Punkt nicht. Er wird später davon reden, dass alle Christen eins werden sollen. Aber ganz am Anfang sagt er, die gesetzlich sind, da kann keiner hin. Das ist keine Option. Jetzt natürlich, die Argumente, die er jetzt bringt mit Kopftuch und Männer, Frauen, das sind natürlich extreme Beispiele, die quasi als Strohmann dienen. Wenn irgendjemand sagt, nicht wahr, du bist gesetzlich, dann ist das keine Option. Alle Kirchen kommen dann später zusammen, nicht wahr? Aber die gesetzlich sind, die auf das Gesetz so pochen, nur so als Hintergrund, dass offensichtlich die keine Rolle spielen in dieser Ökumene oder da nicht dazugehören können. Und in die katholische Kirche konnte man sie erstmal auch nicht bringen, weil sie zu traditionell war. Das war sein Argument. Und da würde ihr Glaube sterben. Meine Frau und ich haben 1992 im Raum meiner Oma gebetet.
Wir verlassen Südafrika nur unter einer Bedingung, nur wenn wir von der römisch-katholischen Kirche gerufen werden. Dieser Protestant betet 1992, ich werde nur nach Italien gehen, wenn mich die römisch-katholische Kirche ruft. Und das hat sie getan. Keiner kannte das Gebet. Well, in 2003, in 2003, 10 years later, 11 years later, 10 Jahre später, 11 Jahre später, I got a call, an email actually, from Rome, da kam eine E-Mail aus Rom, die haben gesagt, wir haben deinen Dienst beobachtet und wir möchten, dass du zusammenarbeitest mit der katholischen charismatischen Erneuerung. Es gibt nämlich in der katholischen Kirche auch eine charismatische Bewegung. Weiß das jemand? Hat das jemand gewusst? Weiß jemand, wie viele katholische Kirchen es Katholiken es gibt? 1,2 Milliarden. Und davon sind 200 Millionen mittlerweile Charismatiker. 200 Millionen, also ungefähr ein Sechstel. Und er sollte besonders auch mit diesen Christen arbeiten. Das heißt, die römische Kirche ruft einen Charismatiker, der Protestant ist, und sagt, komm nach Rom und lass uns zusammenarbeiten. Ja? Would you be willing to come to Italy? Würdest du bereit sein, nach Italien zu kommen? Und es gab einen Zusatzartikel. Du musst dich selbst bezahlen. Ich habe gedacht, kein Problem. Als Protestanten haben wir schon lange für Rom gebetet. Natürlich werden Leute mich sponsern, oder? Ja, offensichtlich nicht. Ich habe meine Briefe gesandt. Also ich habe ja mit Kenneth und Copeland gearbeitet. Ich weiß ja, wie es ist, so Partnerschaften einzugehen. Ich wusste, wie Partners worked, und Kenneth und Gloria waren der erste und der einzige, who said, yes, we'll partner with. Kenneth Copeland war der erste und der einzige, der ihn finanziert hat auf dieser Reise. And he hasn't stopped since. Und er wird bis heute noch von ihm finanziell unterstützt. So the Lord said, what have you got? Also der Herr hat gesagt, was hast du da in deiner Hand? Ich habe ein Auto und ein Haus. Er hat beides verkauft und in den Dienst gesteckt. Er hatte nichts in Italien. Er konnte nicht Italienisch, hatte keine Verbindung. Also das ist ein echter Missionar. Richtig. Wer von uns hat schon Haus und Auto verkauft und schon 8 Monate lang von Haus zu Haus gearbeitet? Nicht wahr? Also bei all dem, was wir zu kritisieren haben, wollen wir auch mal sagen, der Mann hat in bestimmten Dingen, die wir durchaus lernen können. Nicht wahr? Aber ich glaube, das ganze Ziel ist ein falsches. Aber werden wir gesehen. Some crazy evangelical who've been called by the Roman Catholic Church to work with them. Ein paar verrückte Evangelikale, die von Rom gerufen worden sind und niemand unterstützt uns, bis auf Kenneth. Well, that was 10 years ago. Das war vor 10 Jahren. And if you do get to know me personally, you'll find wenn ihr mich persönlich kennenlernt, werdet ihr feststellen, ich bin kein Netzwerker. Ich bin eher zurückhaltend und schüchtern. Ich sitze am liebsten hinten und freue mich am Gottesdienst. Aber Gott hat divine appointments like Joseph. Achtung, habt ihr gehört? Gott hat viele divine appointments, also göttliche Verabredungen orchestriert, wie bei Josef. Das ist ein ganz kleines Samenkörnchen, weil der Papst redet später von Josef. Ja, das hat man jetzt noch keine Ahnung von, aber der Papst redet später von der Josef-Geschichte und deswegen sagt er das hier schon. And it excites me because I know what I haven't done to be put in front of the people I found myself. And tonight is a culmination. Und was wir heute Abend erleben, ist die Kulmination von 10 Jahren Arbeit. And we have a very special wir haben eine besondere message. Botschaft. And I wanted you to understand the connection between und ich möchte, dass ihr Verbindung versteht zwischen KCM, also Kenneth Copeland Ministries, dieser Charismatiker, und der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Da gibt es Verbindung. Und er sagt, ich möchte, dass ihr das versteht. Er redet hier, wie gesagt, zu all den Predigern und Mitarbeitern von Kenneth Copeland. Because the Catholic Charismatic Renewal is the hope of the church. Er sagt, denn die charismatische Erneuerung, die Charismatiker der katholischen Kirche, sind die Hoffnung der Kirche. Wir waren an einem Treffen am Petersdom vor 1,5 Jahren. Das war zu Pfingsten, als man sich daran erinnert, dass der Heilige Geist herunterkommt. Papst Benedikt, da waren 450.000 Charismatiker, katholische Charismatiker vor dem Petersdom. Except a couple of us who bis auf wenige Protestanten, die ökumenische Delegation. I remember the first time I actually put on the long talar. Jetzt erzählt er noch was Lustiges, erzählt, wie er zum ersten Mal den langen Talar angezogen hat.
It's a long black cassock. Yeah. You've seen the priest? Habt ihr diese Priester gesehen? I had to wear mine, and I didn't know that you had to wear trousers. Ich wusste nicht, dass man Hosen drunter anzieht. Underneath. So. Naja. I remember, and they, und ich erinnere mich, wie ich dann da saß. Sie haben uns in die erste Reihe gesetzt. And I crossed my legs, und ich habe meine Beine gekreuzt und plötzlich kam das Bein raus. And all the bishops looked at und all die Bischöfe gucken hier an. Und er ist Anglikaner. Hier sagt er zum ersten Mal innerhalb dieser lustigen Geschichte, dass er Anglikaner ist, nicht wahr? Bis zu diesem Zeitpunkt müsste jeder unvoreingenommene Hörer noch denken, er ist Pfingstler, nicht wahr? Aber er ist mittlerweile schon Anglikaner. Das wirft er so rein, weil. Das hat natürlich eine Bedeutung. Funny. Lustig. So I was really not trying to work the system. Pope Benedict, he said to all Papst the Benedikt hat zu all diesen Charismatikern gesagt. He said this in Italian to them. Er hat das gesagt. He said, you charismatics, ihr Charismatiker. You are the hope of the church. Ihr seid die Hoffnung der Kirche. Jetzt sind sie schon begeistert, nicht, weil wir auch Charismatiker sind. That's only the antipasto. Aber das war nur die Vorspeise, stopp. He said, and you need to evangelize within. Ihr müsst innen erstmal missionieren, bevor ihr nach außen missioniert. Das heißt, die katholische Kirche möchte, dass dort wieder echter Glaube stattfindet. Ja, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist in der Kirche stattfindet. Und das begeistert die natürlich, weil sie jetzt denken, na, da ändert sich alles. Und als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, oh, das ist eine gute Sache, für die ich hier kämpfe. Because it wasn't just some political, es ist nicht nur politisches Manövern von der katholischen Kirche, um uns irgendwie eins zu machen. Ja? Weil das ist ja fast zu offensichtlich, nicht wahr? Das muss ja auch einem Protestanten auffallen. Aber er sagt, nein, 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 es geht wirklich um die, es geht um die Sache, es geht um das Evangelium. Die wollen selbst erneuert werden. He wanted their people to come to faith. Sie möchten selbst, dass die Katholiken zum Glauben kommen. About 8 years ago, vor 8 Jahren habe ich für die katholische Kirche in Südamerika gearbeitet. And it's protocol, und es ist natürlich immer so angemessen, wenn wir in eine Diözese gehen, dann fragen wir den Erzbischof um Erlaubnis, ob wir dort auch arbeiten dürfen. Und als ich nach Argentinien ging damals, da war der Bischof, ihr könnt schon raten, in Argentinien war wer? Was Father Mario Jorge Bergoglio. Wie hat er ihn genannt? Er hat es kurz überlegt, habt ihr gemerkt, und dann hat er gesagt, Vater. Die Bibel sagt, du sollst niemand deinen Vater nennen, nicht wahr? Er wird dieses Wort öfter noch, achtet auf, er wird immer wieder sagen, dass es sein Vater ist. And he and I struck up a very intimate relationship. Wir haben eine sehr intime Beziehung angefangen. I have three spiritual fathers. Er war mein geistlicher Vater. Ich habe drei geistliche Väter. The man who ordained me a priest. Der erste, mein geistlicher Vater, ist der mich zum Priester ordiniert hat. Archbishop Robert Wise. Das ist Erzbischof Robert Wise. 10 years ago. Vor 10 Jahren. And then later consecrated me 4 years ago. Hat mich auch zum Bischof geweiht. He's my spiritual father. Er ist mein geistlicher Vater. Robert Wise ist auch jemand von dieser Convergent Movement. Das sind alles Protestanten, die dann gesagt haben, wir brauchen mehr Liturgie, wir wollen die Sakramente wieder feiern, Eucharistie und all diese Dinge, die dann wieder zurück zur anglikanischen Kirche, wo alles so liturgisch ist, nicht wahr? Und das ist auch sein Weg gewesen, ja? Er ist aus der evangelikalen Welt herausgetreten, wieder mehr so zu den Ursprüngen, ja? So die alte Kirche. Das ist etwas sehr Populäres momentan in Amerika. Kenneth Copeland. Er hat mich in Südafrika empfangen und ja, wir haben viel zusammen gemacht. And Emmy and Gloria, my wife. We had good times, those three gute Zeit zusammen. Genau, 1999. Und ich erinnere mich, als ich noch den Tag, bevor ich zum Priester ordiniert wurde, da habe ich Kenneth Copeland um Erlaubnis gebeten. Und wir haben hinter der Bühne, hinter dem Vorhang gebetet. Er hat gesagt, ja, werde Priester in der anglikanischen Kirche. And the third spiritual father was und der dritte Mario Vater Jorge Bergoglio. War, wie gesagt, Bergoglio. Because, you see, my wife, when she saw she could be Catholic and charismatic and evangelical and wenn meine Frau gesehen hat, dass sie gleichzeitig katholisch und evangelikal und charismatisch und pfingstlerisch gleichzeitig sein kann. Pentecostal, and it was absolutely accepted within the und dass es in der katholischen Kirche akzeptiert ist, hat sie sich entschieden, dann wieder mit der katholischen Kultur sich zu verbinden. Seine Frau war quasi die treibende Kraft hier. So she did. And so I was working in Italy with the Catholic Church. My wife was a charismatic Catholic. My also ich habe für die katholische Kirche gearbeitet. So meine Frau war eine charismatische Katholikin. Pentecostals.
Evangelicals. Und meine Kinder wurden in einer katholischen Kirche aufgezogen. Und so waren wir jetzt also Katholiken, Evangelikalen, Pfingstler, Charismatiker. Ja? Okay. Jesus was all of those, you know. Jesus war alles von Jesus denen. Is sacramental. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Jetzt hat er durch die ganze Biografie so ein bisschen Sympathie aufgebaut und sagt er, Jesus war all das von dem. Er war zum Beispiel sakramental. Sakramente sind wichtig für welche Religion? Welche Denomination? Katholische Kirche, nicht wahr? Eucharistie. Und er sagt, Jesus war sakramental. He instituted the sacraments. Er hat die Sakramente eingesetzt. He so sagt did er. The things that was required of him in the synagogue. Er hat Zeichen und Wunder und Symbole benutzt in seinen Gleichnissen. But he was also evangelical, aber sind die Gleichnisse dasselbe wie die Eucharistie? Said, you have to be born again. Aber er war auch evangelikal, er hat gesagt, du musst wiedergeboren werden, nicht wahr? Es ist geschrieben. He was also the contemplative. Aber er war auch kontemplativ. He was also the charismatic. Er war auch charismatisch. Ja? Also die Idee ist jetzt, jede Denomination hat so einen bestimmten Aspekt von Jesus. How much of Jesus do you want? Wie viel von Jesus möchtest du? Das ist die Frage, die er stellt. Mit der Implikation, wenn du dich nur für eine Denomination entscheidest und nur bei der bleibst und die anderen ausschließt, dann schließt du ganz viel von Jesus aus. Aber die Wahrheit ist, meine Lieben, diese Frage ist eine richtige Frage. Wie viel von Jesus möchtest du? Ich möchte den Jesus, der wiederkommt. Ich möchte den Jesus, der Herr des Sabbats ist. Ich möchte den Jesus, der Hohepriester im himmlischen Heiligtum ist. Ich möchte den Jesus, der Prophetie gibt. Denn die Wahrheit ist, wenn man das annimmt, schmeißt man viel von Jesus weg. So ist das oft nicht, weil der Satan sagt, du gewinnst etwas, wenn du die Frucht isst. Aber in Wirklichkeit verliert man nur. Genauso ist es hier. Do you only want one denomination of Jesus? Willst du nur eine Denomination von Jesus? Jump in, get it all. Spring rein, krieg alles. Das heißt, nur wenn du mitmachst, hast du den ganzen Jesus. Ja? So, Padre Mario, Father Mario. Also Vater Mario, wieder Vater. He heard about my testimony about having this ecumenical family, and he started a friendship with me. Hat mit mir eine Freundschaft angefangen. We started studying together. Wir haben gemeinsam studiert. Meeting more often, to a point where he became one of my mentors. Was ist er geworden? Dein Mentor. Welchen Orden hat nochmal Bergoglio? Ich habe nur gefragt. And it was very surprising to me. Es war sehr überraschend für mich. Emailed me a week before. Eine Woche vor dem Konklave hat er mich angemailt. Last year, and he said, Tony, will you please pray for me? Tony, könntest du bitte beten, nicht wahr? Wir haben jetzt Papstwahl. Conclave is when they choose. Jetzt erklärt er das Konklave, nicht wahr? Wenn sie den Papst wählen, dass es mit dem Schlüssel zu tun hat. Konklave. Das heißt, man wird eingeschlossen in die Sixtinische Kapelle. Cardinals into the Sistine Chapel until they've made a decision. Conclave. So I was thinking, maybe. Also er betont das ganz mit dem Schlüssel. Ich weiß, der Schlüssel ist wichtig in der katholischen Kirche. He had to go in there and be one of the cardinals because he was a cardinal to pray for the Pope. And I was on the train. Und am Tag, als der Papst dann ernannt wurde, war ich auf im Zug und habe die Nachricht bekommen: Mein Freund ist Papst geworden. My friend, mein Freund, my spiritual father, mein geistlicher Vater, ist jetzt Papst. Ja, guck mal, die Leute sind begeistert. Now, you need to be clear. This is not about my story. Even jetzt sagt er, ihr müsst ganz klar sein. Es geht nicht um meine Geschichte, aber es geht doch um seine Geschichte. Denn seine Geschichte ist ein Beispiel für jemanden, der ein aktiver Missionar in der einen Kirche ist und plötzlich doch versteht, wie man alles zusammenkriegt, nicht wahr? Er spricht ja nicht ohne Grund über seine Erfahrung bei Kenneth Copeland, weil er weiß, all diese Leute arbeiten für ihn. Und was ich gemacht habe, könnt ihr auch, nicht wahr? Aber er sagt ganz deutlich, es geht nicht nur um mich, sondern es geht um etwas Größeres Ganzes. Schaut mal. Aber Kenneth hat mich eben gebeten, ein bisschen das zu erklären, wie das alles zustande kam. Das ist ja auch wichtig, weil ich werde unterstützt und so weiter. But this is not about my story. Aber es geht nicht um meine Geschichte. This is about his story. Es geht um Geschichte. His story. Seine Geschichte, das ist ein Wortspiel, nicht wahr? History heißt im Englischen eigentlich Geschichte. Es geht um ein geschichtliches Ereignis, aber History heißt auch his story. Also Gott tut etwas in der Geschichte, so seine Meinung. God is doing something. Gott tut etwas. I walked in after I'm jumping the gun. Ja. Let me just say this. Christmas time. Weihnachten. Because my spiritual father, one of my mentors had become mein Mentor, mein geistlicher Vater. I'm mature enough to know that my relationship is going to change now. Also ich sag, ich war erwachsen genug zu wissen, dass jetzt unsere Beziehung sich ändern würde, nicht wahr?
He's got a new job description. Er hat jetzt eine neue Arbeitsbeschreibung, er ist jetzt Papst, nicht wahr? I didn't expect to have a friendship like I had. Ich habe jetzt nicht mehr erwartet, dass unsere Freundschaft genauso weitergehen würde. Aber wir hatten eine gute Zeit, er hat mir viele geistliche Segnungen eingegeben. I got a phone call. Ich habe einen Anruf bekommen. Relaxing with my son, ich habe gerade um Weihnachtszeit mit meinem Sohn relaxed am Fernseher geschaut. Und ich habe mein Telefon hochgenommen, habe gesagt, ja, hier ist Tony Palmer. Tony Palmer speaking. And he says, hello, this is Pope Francis. Und ja, hier ist Papst Franziskus. I thought it was one of my friends. Ich dachte, das sind eine meiner Freunde, die draußen am Fenster stehen und Scherze machen. They were looking at me through the window. And I said, und ich sagte, Father Mario. Vater Mario. So I ran upstairs to my office where bin nach oben gerannt ins Büro, wo kein Lärm war. What are you phoning me for? Warum rufst du mich an? When are you going to be in Rome next? Er sagt, wann bist du das nächste Mal in Rom? Next 2 weeks time. Ich sage, in 2 Wochen bin ich wieder da. I have to visit one of my congregations. Ich muss da meine Kongregation besuchen. He said, can you come and see me? Und er sagt, kannst du kommen mich besuchen? Yeah. There's nobody from South Africa. Also es ist ja unmöglich, dass jemand aus Afrika sein Haus verkauft, um einen verrückten Ruf der Katholiken anzunehmen, um dann am Ende zu Hause vom Papst angerufen zu werden. Ja. So, I said to him, look, I'll be there on the 13th. He said, no, I'm busy. Er sagt, am 13. könnte ich, aber da sagt er, nein, er ist beschäftigt. I'm not making this up. Und er sagt, das erzähle ich jetzt nicht einfach so. Es ist wirklich so passiert. Emmy was at the door listening to the conversation. Meine Frau hat an der Tür gehört. And I said, well, I can do the 14th. I can stay one day extra. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich könnte am 14. auch noch kommen. I heard the phone go on the table. Telefon geht bei ihm. Der Papst holt seinen Kalender. Come back. He said, Bishop Tony. He said, yes. He said, 14th is good for me. I'm free. Der 14. ist frei. He said to me, what time? I said, you're the Pope, and you're asking me what time? Und der Papst hat ihn gefragt, um welche Zeit sie sich treffen wollen. Ich meine, sagt, du bist der Papst, du fragst mich, welche Zeit? He said, yeah, ja. What time suits you? So I welche thought, Zeit well, ist gut für dich? Ich dachte, naja, vielleicht der, um den, so said, die Rush Hour zu umgehen, sagen wir mal 10 Uhr, nicht wahr? Das ist ganz gut. See you at 10 o'clock. So I said to him, I said, Pope Francis, I can't believe that you're phoning me. Papst Franziskus, ich kann es nicht glauben, dass du mich anrufst. Being honest. Ich war nur ganz ehrlich. I said, you're the Pope of the Universal Church. Du bist der Papst der? Du bist der Papst der universellen Kirche. 1.2 billion Milliarden Menschen. And I'm just an everyday clergyman doing ich bin einfach nur ein ganz normaler Kleriker, der so ein bisschen was fürs Königreich tut. Aber der Papst hat gesagt, wir haben einen Bund geschlossen. We are brothers. Wir sind Brüder. He said nothing will change that friendship. Nichts wird das verändern. I was blessed. Ich war gesegnet. Because all these stories you've heard about Francis, und all diese Geschichten, die du von Franziskus gehört hast, wo er dann Leute in sein Papamobil reinnimmt, er hat sich nicht verändert. So, I went last Tuesday, letzten Donnerstag, Dienstag, habe ich ihn getroffen. In his apartment, and I asked him, I said, so what's the agenda? Why did ich habe ihn gefragt, was ist die Agenda? Warum hast du mich gerufen? Call me. He said, I have no agenda. Er sagt, ich habe keine Agenda. There's nothing to discuss. Es gibt nichts, was wir diskutieren müssen. That's a father. Das ist ein Vater, sagt that's er. A mentor. Ein Mentor. So I started to tell him, you know, also habe ich ihm erzählt. I sitting here. I said, you know how much we can do together? Yes. Er sagt, weißt du, wie viel wir tun könnten gemeinsam? For unity for the church. Wofür arbeiten wir? Für die? Habt ihr es gehört? Für die Einheit der Kirchen. And I said, listen, next week I'm going to Kenneth Copeland's nächste Woche gehe ich zu dieser Predigertagung von Kenneth Copeland und ich habe ihn von euch erzählt. All die verrückten Geschichten von euch. I said, there's going to be thousands of leaders, das sind and these guys tausende have Leiter. Jets, die haben Flugzeuge, die haben TV-Shows, die haben Gemeinden von 10.000, 2.000, 20.000. Das sind große Fische. Wo gebraucht man Fische, das Wort Fische? Ja, Menschenfischer. War nicht schon Petrus der erste Menschenfischer? Ja. Die Idee ist, wenn du die erreichst, wenn die jetzt begeistert sind, dann bringen die das alles zu ihren Kirchen mit, in ihre Fernsehsendung und dann verbreitet sich das, boom. Nicht wahr? Ja, auch da sind natürlich ganz angeheitert. So he said, so what do you want to do? I said, also fragt, was möchtest du, dass ich tun soll? I told him that about Kenneth and Gloria's partnership with us. Ich habe erzählt von unserer Partnerschaft. And, I lost a lot of evangelical friends because they thought I betrayed the faith. Er sagt, ich habe übrigens viele evangelikale Freunde verloren, weil sie geglaubt haben, dass ich den Glauben betrüge.
I was building a kingdom and not an empire. Das ist übrigens eine sehr passende Bemerkung. Er sagt, weil ich das Königreich baue und nicht ein Empire. Empire sozusagen, nicht wahr? Dein eigenes Reich, weil viele Evangelikale, die wollen hier nur, ne? Sorry. Also and keine so Spitze auch an die Evangelikalen. I said to him, how's about we take, can you give Kenneth a word and give the leaders a word? Könntest du eine Botschaft an Kenneth bringen? Und der Papst sagt, ja, natürlich, gerne. I'm waiting for him and he says, you want to take a message next week to Texas for me? I said, yes, sir. Und dann? So I said, you want me to write it down? Und dann sagt der Papst, soll ich es aufschreiben? Why don't we make a video? Und dann sagt der Papst, nein, ich möchte ein Video machen. Ich möchte nur, dass ihr seht, dass bisher alle entscheidenden Initiativen immer von Rom ausgehen, nicht wahr? Rom ruft ihn, der Papst sagt, komm vorbei, der Papst sagt, nicht wahr, lass uns eine Botschaft machen, der Papst sagt, lass uns ein Video machen. Nur, dass ihr das nicht vergesst. Er ist nur der Mittelsmann. Now, I had in the back of my mind, also ich hatte schon drüber nachgedacht. Right? I always have my iPhone. Ich habe mein iPhone dabei, nicht wahr, vielleicht könnte man ein Video machen. Ich wollte ihn schon fragen, aber ich wollte nicht die Freundschaft brechen. Man will die Freundschaft nicht missbrauchen, denn sie ist ja heilig, die Freundschaft. Du kannst deine Freundschaft nicht gebrauchen, Gott soll sie gebrauchen. And so I was waiting for to see if there was like a Holy Spirit opportunity to ask him. Ich habe gewartet, ob es da so eine Gelegenheit gibt, vom Heiligen Geist ihn zu fragen. Ja? He was the one who asked. Aber er hat mich gefragt. Er hat gefragt, kann ich ein Video machen? And so we've had it edited. Wir haben es editiert. We've had it subtitled, Untertitel, he speaks in Italian. Weil er spricht auf Italienisch. He doesn't speak English. Er kann kein Englisch. He tries in the beginning. Ja, auch interessant, dass der Papst kein Englisch kann, nicht wahr? Aber das nur nebenbei. But then he switches to Italian straight Aber er geht gleich sofort ins Italienische. So tonight, the Pope, it's a historic moment. Er sagt es noch einmal. Habt ihr es gemerkt, wie oft das heißt? Nicht wahr? Ein historischer Moment der Geschichte. Er kann es gar nicht überbetonen. Because I've served three popes. Ich habe unter drei Päpsten gedient. Ich war angefangen, als Johannes Paul II. Noch gelebt hat, dann unter Benedikt und jetzt unter Franziskus. Saint Francis of Assisi was an open. Und er hat seinen Namen von Franziskus von Assisi, der ein offener Charismatiker war, wohl angeblich, keine Ahnung. Charismatic. This is the first pope in history. Der erste Papst, der seinen Namen genommen hat. Kann ich vergessen? Es gab noch einen anderen Franziskus, den Franziskus Xaver, nicht wahr? Der die Welt missioniert hat, der Jesuit. Openly charismatic. Ein offener Charismatiker. And this is history that we've got a pope who recognizes us as brothers and sisters. Dass wir einen Papst haben, der uns als Brüder und Schwestern erkennt. And has sent a message to us. Der uns eine Botschaft and gesandt hat. See what the message is about. Und ihr werdet gleich sehen, worum diese Botschaft sich dreht. And I need you to at least understand a little bit of the history behind this. Ein bisschen um Geschichte jetzt verstehen. Jetzt wird's interessant. Because we are living in an incredibly important generation. Er sagt, wir leben, habt ihr es gehört, in einer in einer unglaublich wichtigen Generation, und ich kann es nur viermal unterstreichen. Wir leben wirklich in einer unglaublich wichtigen Generation. Schaut mal hier. To this year's ministers conference in the spirit of Elijah. Er sagt, Gott, ich glaube, Gott hat mich zu dieser Predigtkonferenz gebracht, im Geist des Elia. Weiß jemand von euch, wer von wem es heißt, dass er den Geist des Elia hatte? Johannes der Täufer, sagst du ja auch. Johannes der Täufer hatte welche Aufgabe? Hatte er die Aufgabe, die Sadduzäer und die Pharisäer und die Zeloten alle gemeinsam zusammenzubringen, ja oder nein? Seine Aufgabe war es, die Wahrheit predigen. Und dafür haben ihn die großen Kirchen, der Sadduzäer, Pharisäer und so weiter, gehasst. Jetzt aber seine Variante. Let me explain. Lass mich erklären. If you look carefully, wenn ihr genau anschaut, the spirit of Elijah was on John the Baptist. Er sagte, der Geist Elias war auf Johannes dem Täufer. To turn Achtung. The hearts of the sons to the fathers. Um die Herzen der Söhne zu den Vätern. Macht's Klick? Wer sind die Väter? Vater Bergoglio, nicht wahr? Die Kirchenväter. Das ist seine Interpretation der Stelle. And to turn the hearts of the fathers to the sons, und natürlich die Väter zu den Söhnen, the way for the Lord. Um den Weg des Herrn vorzubereiten. Er glaubt an die Wiederkunft, er glaubt an eine persönliche, sichtbare Wiederkunft bald. Aber um das zu geschehen, müssen alle erstmal zusammenkommen. Alle müssen sich mit den Vätern, Söhne, alle müssen wir zusammenkommen. Übrigens, wenn ihr den Text nachschaut, könnt ihr mal nachschauen, in Lukas, er lässt nämlich was aus. In Lukas 1 heißt es nämlich, Vers 17, und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die
Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Ja, das ist völlig ausgelassen. Warum? Weil Ungehorsam oder Ungehorsam wird festgelegt am Gesetz Gottes. Ausgelassen. And we know that prophecy always has a double fulfillment. Jetzt sagt er, wir wissen ja. That Elijah will come before the second. Jetzt sagt, wir wissen, dass Prophetie immer eine doppelte Erfüllung hat. Stimmt das ja oder nein? Manchmal, nicht wahr? Also ist auch theologisch nicht ganz richtig. Ja, stimmt, Matthäus 24 hat eine doppelte Erfüllung, auch der Elia hat eine doppelte Erfüllung, aber Daniel 2 hat keine doppelte Erfüllung, ja? Das nur nebenbei, das ist auch falsch. Und er sagt, wir wissen, Elia wird nochmal kommen, da hat er vollkommen recht. Wisst ihr, das Interessante ist, Satan hat für alles ein Gegenstück. Es gibt eine wahre Dreieinigkeit, es gibt eine falsche Dreieinigkeit. Es gibt ein wahres Opfer, es gibt ein falsches Opfer. Es gibt mit jetzt auch einen falschen dritten Elia. Und er versteht sich als ein solcher. Schaut mal, was passiert. That the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation. Er sagt, der Geist des Elia ist der Geist der Versöhnung. Mhm. To return hearts to each other. Um die Herzen wieder zusammenzubringen. This is very important. Das ist sehr wichtig, sagt er. We know that the first 1000 years there was one church, it was called the Catholic Church. Wir wissen, and the word Catholic means universal. Er sagt, in den ersten 1000 Jahren gab es nur eine Kirche, das war die katholische Kirche. Und das Wort katholisch heißt universal. Und da hat er technisch gesehen sogar recht. Das Wort katholisch heißt nichts weiter als universal. Aber pass mal auf, was passiert. Doesn't mean Roman. Es heißt nicht römisch. Catholic means if you're born again, raise your hand. Wenn du wiedergeboren bist, heb mal deine Hand, wenn du wiedergeboren bist. And if you're born again. Wer von euch ist wiedergeboren? Ihr seid Katholiken. Jetzt lachen sie. Jetzt passt genau auf. Er sagt, okay, wenn ihr wiedergeboren seid, bekehrt seid, seid ihr Katholiken. Technisch richtig, aber jetzt achtet mal auf den nächsten Satz. Take back, redeem what belongs to you. Was sagt er? Hol dir zurück, was dir gehört. Na, wenn ich schon katholisch bin, was muss ich denn noch holen? Wenn ich wiedergeboren bin und schon katholisch bin, im technischen Sinne, was muss ich denn noch zurückholen? Es gibt wohl etwas, was ich noch tun muss, etwas, wo ich noch hin muss, etwas, was ich noch wieder zurückholen muss in meinen Glauben. Ja? Was denn? We are Catholics. Wir sind Katholiken. And then there was the split at the dann gab es diese Trennung nach 1000 Jahren, orthodox und katholisch. Two churches. Zwei Kirchen. Then 500 years later, 500 Jahre später, Luther, and his protest. Luther und sein Protest. Three churches. Drei Kirchen. Jetzt Achtung, seine Korrektur, er korrigiert sich selbst. 1500 years. Three denominations, not three churches. Drei Denominationen, nicht drei Kirchen. Warum? Weil nach katholischer Lehre gibt es nur eine Kirche. Protestanten sagen, wir sind drei verschiedene Kirchen. Katholiken sagen, wir sind eine Kirche, ihr seid nur Abspaltung. Ja? Und er als Protestant korrigiert sich selbst und sagt, nein, wir sind nicht drei Kirchen, ist nur eine Kirche, ist nur drei Denominationen. Und jetzt? And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. Und dann, nach Luthers Protest, über 30,000 andere Kirchen. Jetzt, wenn ihr das hört, welchen Eindruck bekommt man als nicht eingeweihter Hörer? Luther hat Verwirrung gestiftet, nicht wahr? Seit Luthers Protest so viel jetzt anderes, nicht wahr? Aber übrigens, hat er recht, wenn er sagt, es gab die ersten 1000 Jahre nur eine Kirche? Hier ist einer der fundamentalsten Irrtümer, dem wir wahrscheinlich noch oft begegnen werden, jetzt in der nächsten Zeit. Die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, dass sie die einzige Kirche, die 1000 Jahre gewesen ist. In Wirklichkeit ist die katholische Kirche die erste Abspaltung. Nicht wahr? Wir haben ja, wie gesagt, in den Serien darüber gesprochen. Es gibt eine Kirche, die älter ist. Und sie hatte Überlebende in den Waldensern, Paulikanern, in den Hussiten und so weiter. Diese Kirche war anders. Und wenn man wirklich Einheit der Kirchen will, muss man auf die zurück, auf die apostolische Kirche. Ja? Und nicht auf die katholische, römische. I've come to understand that diversity is divine. Wichtiger Satz. Ich habe verstanden, Unterschiedlichkeit ist göttlich. It's division that's diabolic. Trennung ist teuflisch. Stimmt das? Manchmal ist Trennung notwendig. Gott musste sich im Himmel von Satan trennen. Ja, es war teuflisch von einer Seite, aber nicht von der anderen. Wenn es um Wahrheit und Irrtum geht, dann muss manchmal Trennung geschehen. Die Bibel sagt, es müssen Spaltungen oder Parteiungen unter euch sein, damit die Gerechten offenbar werden.
Aber seine These ist, wann immer Spaltung ist, alle Spaltung ist per se teuflisch und muss überwunden werden. Und da sind Sie begeistert von? It's true what you were saying about the glory. I agree with you. Es stimmt, was du sagst über die Herrlichkeit, natürlich. The glory that die Herrlichkeit. Father had, he gave to Jesus. Der Vater hat dem. Of God. What is the Die Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat, sagt er, ist die Gegenwart Gottes. Was sagt die Bibel? Was ist die Herrlichkeit? Der Charakter Gottes, nicht wahr? Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen in 2. Mose 33. Es heißt erst in Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Aber hier ist die Herrlichkeit nicht der Charakter, sondern die Gegenwart, die spürbare, fühlbare Gegenwart Gottes. Das ist charismatische Erneuerung, nicht wahr? Ich spüre, dass Gott mit mir ist. Charismatic renewal. Das ist die charismatische Erneuerung. Wenn wir die Gegenwart Gottes spüren. Er sagt, und Gott hat uns die Herrlichkeit gegeben, the glory, aus einem pragmatischen Grund. Schaut mal. So that they may be one. Woher zitiert er das? So, dass auf das sie alle eins sind. Jesus Christus? Johannes 17, das ist das hohepriesterliche Gebet. Was steht ebenfalls in Johannes 17? Schaut mal in Johannes 17. Ist es die Herrlichkeit, die sie alle eins macht? Ist es ein Gefühl, dass Gott in ihnen ist, dass sie eins macht? Was macht sie eins? Schaut mal in Johannes 17. Johannes 17. Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hier ist noch kein Wort bisher gesagt worden über das Wort Gottes. Es ist die Herrlichkeit, nicht wahr? Die Kraft Gottes und alles. Es ist eine andere Einheit, die er hier predigt. Es ist die Herrlichkeit, die uns zusammenbringt. Oh, habt ihr es gehört? Ich spiele es nochmal, das ist zu wichtig. He is divine. It's division that's diabolic. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course it's true. Ein wichtiger Satz ist, that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Gehört? Was ist es nicht? Was? Not the doctrines. Was ist Doctrine? Nicht die Lehren. Lehren bringen uns nicht zusammen. Lehren wären aus dem Wort Gottes. Also die Lehre vom Sabbat, die Lehre vom Zustand der Toten, die Lehre von der Wiederkunft, die Lehre vom Heiligtum. Das ist es nicht. Es ist die Herrlichkeit. Es ist die Erfahrung, dass Gott in mir ist, diese charismatische Erneuerung. In der katholischen Kirche, in der protestantischen Kirche, das bringt uns zusammen. It's the glory. If you accept that Christ is living in me, wenn du akzeptierst, dass Christus in mir lebt, and the presence of God is in me, und die Gegenwart Gottes in mir ist, and the presence of God is in you, und die Gegenwart Gottes in dir ist, that's all we need. Das ist alles, was wir brauchen. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Gott wird sich um die Lehren kümmern, wenn wir in den Himmel kommen. When we get upstairs, also wenn wir hochgehen, nicht wahr? Da kümmert sich Gott. Vergiss die Lehren, lass uns nur darauf achten, dass du glaubst, dass bei mir Gott wohnt und ich glaube, dass bei dir Gott wohnt. Ja, woher weiß ich, dass bei ihm Gott wohnt? Wenn ich die Bibel nicht benutzen darf und die Lehre von der Heiligung, von der Rechtfertigung, wenn ich das nicht Therefore, Christian unity is the basis of our credibility. Christliche Einheit ist die Basis unserer Vertrauenswürdigkeit. The world will not believe, as they should. Er sagt, die Welt kann nicht glauben, wie sie eigentlich tun sollte, wenn wir nicht geeint sind. Was also bedeutet, wenn wir geeint sind, dann glaubt die Welt. Und alle, die Prophetie wissen, die Bibel sagt voraus, am Ende wird die ganze Welt nachfolgen. Aber bevor die Welt christlich wird, müssen erstmal die christlichen Kirchen alle eins werden. Und das ist der Schritt, den wir jetzt erleben, mehr und mehr. Wenn die christlichen Kirchen alle eins werden, bis auf diese kleine Gruppe, die sagen wird, nein, sola scriptura, dann wird die Welt hinterher dampfen. Und das ist der Grund, was sie wollen. Until we are one. Bis wir eins sind. Division destroys our credibility. Trennung zerstört. Jetzt spricht über die Furcht, weil Protestanten haben ja so eine gewisse Furcht vor Rom, nicht wahr? Man hat so eine gewisse Distanz. Er sagt, aber Furcht ist ein Akronym. Im Englischen ist es Fear. Und Fear steht seiner Meinung nach für False Evidence Appearing Real. Das heißt, falsche Beweise, die real erscheinen. Also ihr habt Angst
wegen etwas, was nur real erscheint, aber gar nicht real ist. Warum? An acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Wie gesagt? Because most of your fear is based on propaganda. Eure Angst basiert auf Propaganda. Warum habt ihr Angst vor der katholischen Kirche? Es ist Propaganda. Meine Lieben, ich habe keine Angst vor der katholischen Kirche. Aber meine Distanz zu der Kirche basiert nicht auf Propaganda, sondern auf der Prophetie. Aber es könnte sein, dass in kurzer Zeit Prophetieauslegung Propaganda genannt wird. Und wer Propaganda folgt, ist ja nicht ganz dicht, nicht wahr? Now, why is it historic? Warum ist es historisch? In 1999, Achtung, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church, da haben die römische katholische Kirche und die protestantische lutherische Kirche signed an agreement, einen Vertrag geschlossen oder eine Erklärung unterzeichnet, that brought an end to the protest. Die den Protest beendet hat. Jetzt solltet ihr ganz scharf aufhören, zuhören. Luther believed that we were saved by grace through faith. Luther hat geglaubt, dass wir durch Glauben allein gerettet werden. But that's not it. Aber darum geht's nicht. The Catholic Church believed that we were saved by works. Die katholische Kirche hat geglaubt, dass wir durch Werke gerettet werden. And that was the protest. Und das war der Protest. Übrigens, war das der Protest? Wer war bei Magna Conflictio dabei? Was war der eigentliche Protest? Der Protest war nicht von Luther 1517, als er die 95 Thesen anschlägt. Ja? Die 95 Thesen haben fast alle mit Rechtfertigung aus dem Glauben zu tun, das stimmt schon. Einige haben gesagt, das sind viele andere Lehren, aber es geht eigentlich um Rechtfertigung aus dem Glauben, das stimmt schon. Aber 1517 war Luther noch Katholik und wäre 1520 noch für das Papsttum mit dem Schwert in den Krieg gezogen. Selbst als er 1521 in Worms steht und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, heißen die Anhänger immer noch nicht Protestanten. Sie heißen Protestanten nach der Protestation von Speyer 1529 und da ging es nicht um Rechtfertigung aus Glauben, da ging es um Kompromisse. Da ging es darum, dass die katholische Kirche gesagt hat, ihr könnt euren Glauben behalten. Hauptsache, ihr anerkennt uns an und wir arbeiten gemeinsam. Wir kämpfen nicht mehr gegeneinander. Ja? Wir werden am Ende hören, noch lesen, was die gesagt haben. Das können wir nicht machen. Aber für ihn ist der Protest vorbei. In 1999 they wrote this together, haben sie das geschrieben. Because in the Protestant church we have a lot of cheap salvations. Und jetzt sagt er, was Wahres, in den protestantischen Kirchen gibt es viele billige Gnade. People were getting born again, but no fruit whatsoever. Menschen werden wiedergeboren, aber es kommt keine Frucht dabei raus. And because we didn't even look for fruit, und weil wir nicht mal danach Ausschau gehalten haben, war es gar nicht das Thema. Weil es ja nicht wichtig für die Lösung ist. Und ja, es ist auch nicht. Aber gute Werke oder Früchte sind ein guter Maßstab, ob du gerettet bist. Stimmt das? Aber natürlich stimmt das, meine Lieben. Was er jetzt gleich sagen wird, ist eine der bestformuliertesten Wahrheiten über Gerechtigkeit aus Glauben, die ich kenne, bis auf eine Sache. Mal sehen, ob er es rausfindet. Er ist ziemlich nah dabei. Was die beiden Kirchen gemacht haben, sie haben beide Definitionen zusammengenommen. Ja? Wie sieht das aus? Ich lese wörtlich von der katholischen, also von der vatikanischen Website. Justification means that Christ himself is our righteousness. Rechtfertigung bedeutet, dass Christus selbst unsere Gerechtigkeit ist. In which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. An der wir durch den Heiligen Geist teilhaben gemäß des Willens des Vaters. Together we Catholics and Protestants. Gemeinsam wir Katholiken und Protestanten. Lutherans believe and confess. Glauben und bekennen. By grace alone, dass durch Glauben allein, in faith in Christ's saving works, im Glauben an die rettenden Taten Christi, and not because of any merit on our part, und nicht aufgrund unserer eigenen Verdienste, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, sind wir von Gott akzeptiert und empfangen den Heiligen Geist, who renews our hearts while equipping and calling us to good work. Der uns dann zu guten Werken befähigt. Stimmt's oder nicht? Das ist ziemlich perfekt formuliert. Ich könnte es gar nicht besser. Das, was den Protestanten fehlt, nämlich die guten Werke, ist drin. Und das, was den Katholiken fehlt, die Gerechtigkeit aus Glauben allein, ist auch drin. Also besser kann man es nicht formulieren. Es gibt nur ein Problem. Nur ein einziges Problem.
Ansonsten würde ich das 100%, ich würde das so predigen. Ich würde man könnte das so nehmen in einer Predigt und zitieren. Es gibt nur ein Problem. Das einzige Problem ist, was ist der Maßstab guter Werke? Denn es stimmt, wir werden durch Glauben allein gerettet. Und ja, der Heilige Geist, wenn wir durch Glauben allein gerettet werden, bringt uns zu guten Werken. Das ist hundertprozentig richtig. Die einzige Frage ist, wer misst dann, ob mein Werk gut ist oder nicht? Dazu brauchen wir das Gesetz. Und das ist am Ende der Schlüsselpunkt. Theologisch sind sie so nah an der Wahrheit, dass man nicht wirklich gut seine Bibel kennt. Sagen muss, also ich glaube, dass viele Menschen, die Bibel nicht gut kennen, sagen werden, also besser kann man es nicht formulieren. Und das stimmt auch. Man kann es nicht besser formulieren, eigentlich. Nun, es stimmt auch wiederum, dass er natürlich die Sache mit der Rechtfertigungserklärung sehr simplifiziert. Das war weitaus komplexer und noch theologisch konfuser. Er macht das jetzt sehr, er bricht das sehr weit runter. Aber wir wollen ja sozusagen das Video jetzt verstehen. Und das ist begeistert. Weil das ist exakt das, was wir letztendlich eigentlich auch glauben. This brought an end to the protest of. Und er sagt, das hat den Protest von Luther beendet. Hat es natürlich nicht, aber Fakt ist Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Er sagt jetzt, Brüder und Schwestern, Luthers Protest ist vorbei. Is yours. Ist dein Protest vorbei? Fragt er sie alle. Jetzt sind sie alle erstaunt. Ja? In 1999, this was signed. Es wurde unterzeichnet 1999. The Lutheran Church, the Federation worldwide. Die lutheranische weltweite Kirche hat das unterzeichnet. Later, about 5 years later, the worldwide Methodists signed the same agreement. 2004 hat die methodistische Kirche weltweit das unterzeichnet. As of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree. Aber bis jetzt haben wir noch keine evangelikale Kirche gehabt, die das unterzeichnet hat. Agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. Um festzustellen mit unseren Brüdern und Schwestern, dass wir durch Glauben allein gerettet werden zu guten Werken. And I believe that's something that needs to be fixed. Und ich glaube, das muss sich ändern. Seine Wunschvorstellung ist, dass jetzt alle Protestanten in ganz Amerika und auf der ganzen Welt dem beitreten und sagen, der Protest ist vorbei. Weil theologisch das wirklich so scheint. Musst du wirklich genau hingucken. Aber wenn du als Protestant glaubst, das Gesetz ist schon abgeschafft, nicht wahr? Dann hast du keine Chance, diese Falle zu entdecken. Keine Chance. Das There's Gesetz a ist die einzige Hoffnung an der Stelle. So, the protest has been over for 15 years. Seit 15 Jahren ist der Protest And vorbei. I get a bit cheeky here. Und jetzt werde ich ein bisschen gemein mit meinen protestantischen Pastern. I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Habt ihr gehört? Wenn es keinen Protest mehr gibt, wie kann es dann noch eine protestantische Kirche geben? Und das ist der ganze Punkt. Könnt ihr euch noch erinnern, was war das Ziel der Jesuiten? Abschaffung des Protestantismus. Herzlich willkommen in der Zeit des Endes. Maybe we now we're all Catholics again. Vielleicht sind wir alle wieder Katholiken. Hier ist da nicht zum Lachen. But we are reformed. Aber wir sind reformiert. We're Catholic in the universal sense. Jetzt sind wir im universellen Sinne katholisch. We're not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. Er sagt, wir protestieren der katholischen Erlösungslehre nicht mehr. Also ich protestiere noch gegen die Lehre, dass Ablasssünden. Übrigens, wisst ihr, dass ein Jahr nach der Erklärung der gemeinsamen Rechtfertigungserklärung die katholische Kirche wieder ein Generalablassjahr gehabt hat, 2000? Und wisst ihr, dass dieses Jahr bereits ein Jahr vor der Erklärung schon bekannt war? Das wurde 1998 angekündigt und dann hat man im Wissen, dass die das machen werden, trotzdem als Lutheraner diese Erklärung unterzeichnet. Wisst ihr eigentlich, wogegen Luther seine Thesen geschrieben hat? Gegen den Ablasshandel. Aber hier haben wir tausende von protestantischen Pastoren, die das nicht mal mitkriegen und sagen, wow, der Protest ist over, nicht wahr? We now preach the same gospel. Wir predigen jetzt dasselbe Evangelium. By grace through faith alone. The word alone das war das Wort alleine. Das war ja für 500 Jahre das Argument. The word alone das Wort is allein there. Ist da. Ihr könnt es selbst lesen. Ja, wir zeigen, oder?
is over. Der Protest ist vorbei. The protest is over. So let me pray. Lass mich noch beten. And then we'll start the video. Und dann kommt dieses kurze Video vom Papst. I believe we will begin to see more and more people called out to go into the world and work among the churches in the spirit of Elijah. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ich glaube, wir werden mehr und mehr Menschen jetzt sehen, die gerufen werden, in die Welt zu gehen, um unter den Kirchen zu arbeiten im Geiste des Elias. Jetzt wisst ihr, was er meint, oder? Die Kirchen alle zusammenzubringen. Das, was die Offenbarung vorhergesagt hat, das, was die Prophetie uns sagt, können wir hier sehen. To turn the hearts of the fathers to the children und so weiter. And the hearts of the children to the fathers, to make ready a people prepared for the Lord. Ministries of reconciliation. Dienste der Versöhnung. We need to throw as much resources. Wir müssen so viele Ressourcen und Mittel wie möglich da hineinwerfen. As we do to the ministry of evangelization. So viel wie für die Evangelisation. Are we building walls without foundations? Oder bauen wir Mauern ohne Fundamente? I challenge you to find a bridge builder. Achtung, ich fordere euch heraus, einen Brückenbauer zu finden. Back him. Und ihn zu unterstützen finanziell, meinte er. Er sagt also in anderen Worten, finde jemanden, der diesen Dienst auch tun kann. Finde jemanden in deinen Kirchen, der solche Arbeit tun kann, wie er sie tut. Ein Brückenbauer. Und wisst ihr, wer der oberste Brückenbauer ist? Der Pontifex Maximus. Brückenbauer. Vielleicht versteht er jetzt mehr, was dieses Wort Brückenbauer bedeutet, nicht wahr? To pray this prayer. And if you agree, you can say amen. Und jetzt zitiert noch ein Gebet aus Johannes 17. This was a dying man's prayer. Ein Gebet eines sterbenden Mannes. You know you're about to die, you certainly pray the most important. Und dann, wenn du stirbst, dann betest du die wichtigsten Gebete. I do not pray for these alone. Und dann zitiert er aus Vers 20, Johannes 17, Vers 20. Also for those who will believe in me through their word. Bis Vers 22. That they all may be one, as you, Father, are in me. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Übrigens, wisst ihr, was interessant ist? Wenn ihr den Text genau lest, in Johannes 17, dort steht, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Einheit der Christen ist ja biblisch. Aber die Einheit der Christen hat ein Fundament. Nämlich so einig, wie Gott der Vater mit Jesus ist. Und Gott der Vater und Jesus, haben die irgendwelche Lehrunterschiede, die sie erstmal beiseite räumen und sagen, lass uns erstmal irgendwie so zusammenkommen? Es ist eine vollkommene Einheit, die auf dem Wort Gottes basiert, oder? Das ist die Einheit. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um eine andere Einheit. That they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Jetzt kommt das Papstvideo. Ich werde das gleich so direkt übersetzen. Dear brothers and sisters. Liebe Brüder und Schwestern. Excuse me. Verzeiht mir. Because I speak in Italian. Denn ich spreche Italienisch. But I am not speaking English. Ich spreche nicht Englisch. But I will speak no Italian, no English. Aber ich werde eigentlich kein Italienisch, auch kein Englisch sprechen, carefully. Sondern vom Herz. È una lingua. Eine Sprache. Più semplice, einfacher e più authentica. Authentischer. Questa lingua del cuore. Und diese Sprache des Herzens ha un linguaggio, hat eine spezielle Sprache, eine spezielle Grammatik. La grammatica semplice. Eine einfache Grammatik. Due regole. Nur zwei Regeln. Ama Dio, liebe Gott über alles e ama l'altro, und deinen Nächsten, fratello, weil er dein Bruder oder deine Schwester ist. Kennt ihr die beiden Regeln? Es sind die 10 Gebote. Er sagt, das ist die Sprache meines Herzens. Ist irgendwas aufgefallen an diesen beiden Regeln? Das Gebot sagt eigentlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt aber, du sollst deinen Nächsten lieben, weil er dein Bruder oder deine Schwester ist. Was ist, wenn ich jetzt nicht sein Bruder sein möchte? Ich frage nochmal,
wenn ich das einfach so ändere und sage, du sollst deinen Nächsten lieben, weil er dein Bruder und deine Schwester ist. Sein Punkt ist ja, und auch der Punkt von Tony Pollmer, weil wir Brüder und Schwestern sind, müssen wir zusammenkommen. Was ist, wenn ich sage, ich will nicht mit euch zusammen sein? Gilt dann die Liebe nicht mehr? Nur so, es ist eine kleine Veränderung, man kriegt es fast gar nicht mit, man denkt, ja, kenne ich, nicht wahr? Klein. Und außerdem, das ist die Zusammenfassung der 10 Gebote und er ist das Oberhaupt der Macht, die nach biblischer Prophezeiung und Geschichte die 10 Gebote verändert hat, nicht wahr? Das ist schon eine Anmaßung zu sagen, was ich rede, das ist die Grammatik von dem, was ich rede, sind die 10 Gebote. Das heißt eigentlich, was ich rede, das ist Gottes Wort. Das ist bindend wie die 10 Gebote. Das ist eigentlich, was man dahinter sehen könnte. Mit diesen beiden Regeln können wir nach vorne gehen. Ich bin hier mit meinem Bruder, dem Bischofbruder Tony Palmer. Wir sind seit vielen Jahren Freunde. Er hat mir von eurer Konferenz erzählt, von eurem Treffen. Und es ist eine Freude für mich, euch zu grüßen. Es ist ein Gruß, der sowohl freudig ist, als auch nostalgisch. Wann ist man nostalgisch? Wenn wir etwas zurücksehen, was früher besser war, nicht wahr? Schöner war, an die guten alten Zeiten, nicht wahr? Nostalgie. Schauen wir mal. Also freudig, weil es mir Freude macht, zu wissen, dass ihr zusammenkommt, um den einzigen Herrn Jesus Christus anzubeten und zum Vater zu beten und den Geist zu erhalten. Das bringt mir Freude, denn wir sehen, Gott wirkt auf der ganzen Welt. Und nostalgisch, weil es quasi so in unseren Vororten geschieht. Weil in den Vororten gibt es Familien, die lieben sich und manche, die lieben sich nicht so sehr. Familien, die zusammen sind und die getrennt sind. Und wir sind, erlaubt es mir zu sagen, getrennt. Er sagt, wir sind getrennt. Ihr und wir. Wir Katholiken, ihr Protestanten, wir sind getrennt. Getrennt wegen der Sünde, die uns getrennt hat, alle unsere Sünden, die Missverständnisse der Geschichte. Frage, waren das Missverständnisse der Geschichte? Fragt man die Waldenser aus dem 13. Jahrhundert oder die Hugenotten vom St. Bartholomäus-Massaker? Die Pilger, die nach Amerika geflogen sind, die sind ja nicht wegen Missverständnissen geflogen. Jahrhundertelang hat diese Kirche Protestanten versucht auszurotten. Und als sie nicht auszurotten waren, haben sie einen Orden gegründet, der es versucht auf anderem Wege. Und er sagt, das waren alles Missverständnisse. Jetzt schauen wir weiter. Es war eine lange Reise von Sünden, wo wir alle Teil hatten. Also wir alle, nicht wahr? Wer ist jetzt schuld? Comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo. Wir alle tragen Teil an der Schuld. Wir alle haben gesündigt, denn es gibt nur einen Sündlosen, den Herrn. Also das ist die ungefähr oberflächlichste Entschuldigung, die man geben kann, wenn man Millionen von Gläubigen auf dem Gewissen hat als Kirche. Er sagt ja im Prinzip, ja, wir haben alle gesündigt, weil wenn wir das nicht zugeben, wären wir sündlos, nicht wahr? Und da wir alle, das ist ja katholische Lehre, dass wir gesündigt sind, nicht wahr? Wir haben alle gesündigt, dann war das wohl das. Ja? Beim Papst ist vielleicht was anderes, genau. Aber das ist ja interessant, nicht wahr? Er sagt nicht, es tut uns leid, dass wir das und das und jenes getan haben. Das wäre ja der erste Schritt, oder? Wir erkennen, man hätte Hus nicht verbrennen sollen. Wir erkennen, nicht wahr? Luther war richtig mit seinem durch Glauben allein, nicht wahr? Wir müssen das auch... Uno è giusto, il Signore. Io la nostalgia. Ich bin nostalgisch, dass diese Trennung zu einem Ende kommt und uns wieder gemeinschaftlich. Weil wenn er zurückschaut in die gute alte Vergangenheit, dann sieht er ja nur eine Kirche, richtig? Es gab ja am Anfang nur eine, mal abgesehen von diesen total bibeltreuen, die in die Berge fliehen mussten, nicht wahr? Heute gibt es viele Kirchen, aber damals gab es nur eine Kirche, wenn wir mal diese Bibeltreuen weglassen. Ja? Und danach sehnt er sich zurück. Danach sehnt er sich zurück. Und diese Zeiten werden kommen. Es wird wieder eine Kirche sein, mehr oder weniger. Und ein paar Bibeltreue, die in die Berge fliehen. Ich bin nostalgisch nach dieser Umarmung. Di quell'abbraccio, di qua.
nel quale parla, von der die Heilige Schrift spricht, wenn Josefs Brüder vor Hunger gestorben sind. Nimm deine Geschichte von Josef, könnt ihr erinnern? Sie sind nach Ägypten gegangen, um Geld, Essen zu kaufen. Per poter mangiare. Ma andavano a comprare. Sie hatten Geld, aber das Geld konnte man nicht essen. I soldi, ma non potevano mangiare i soldi. Aber sie fanden etwas Wichtigeres als Essen. Sie hanno trovato ihren Bruder. Più del pasto. Hanno trovato il fratello. Tutti noi, alle von uns haben solche Währung, die Währung unserer Kultur, die Währung unserer Geschichte, kulturelle Reichtümer haben wir viel, religiöse Reichtümer, verschiedene Traditionen. Also sagt mit das Geld, diese Traditionen, das, was wir glauben, diese Reichtümer, religiösen Reichtümer, man könnte auch sagen, unsere Lehren, davon wird man nicht satt. Das Geld kann man nicht essen, sondern wir müssen uns als Brüder finden. Das ist das eigentliche Ziel. Ja? Vergiss mal das Geld, das du hast, diese religiösen Reichtümer, die du hast. Wir müssen weinen, wie Josef insieme. Tat. Diese Tränen werden uns vereinen. Die Tränen der Liebe. Pianto dell'amore. Wir müssen, ja. Io vi parlo come fratello. Ich spreche zu euch wie ein Bruder. Vi parlo così, semplicemente. Ich spreche sehr einfach. Con gioia e nostalgia. Mit Freude und mit Nostalgie. Facciamo crescere la nostalgia. Lasst uns unsere Nostalgie wachsen. Perché questo, denn sie wird uns antreiben, uns einander zu finden und uns gegenseitig zu umarmen. Und gemeinsam beten wir dann Jesus Christus an, den einzigen Herrn der Geschichte. Vi ringrazio tanto. Ich danke euch herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Bevor wir jetzt den Schluss hören, hat jemand eine Ahnung von euch, warum er die Geschichte von Josef nimmt? Interessant. Da gab es viele Brüder, nicht wahr? Aber einer war von vornherein ein bisschen hochgehoben, etwas erhöht. Wichtiger als die anderen quasi. Und die anderen haben ihn dafür gehasst, gefürchtet, ausgestoßen, so wie die, fast so wie die Protestanten sich vom Papsttum abgekehrt haben, nicht wahr? Und Josef hat eine schwere Leidensgeschichte gehabt. Die Bibel sagt, das Papsttum hatte eine tödliche Wunde. Aber Josef wurde zum zweiten Mann der Welt, nicht wahr? Und plötzlich kam alle Welt zu ihm. Und als alle Welt zu ihm kam, als er seine weltliche Macht, also mehr hatte als jemals zuvor, da kamen auch die Brüder und haben sich vor ihm niedergeworfen. Als Erfüllung der Prophetie. Das ist interessant, nicht wahr? Und wenn ihr denkt, das denke ich mir nur aus, wartet noch ein paar Minuten, werden wir gleich sehen, dass es tatsächlich so ist. Ich danke euch ganz von Herzen, dass ihr mir erlaubt habt, die Sprache des Herzens zu reden. La lingua del cuore. Vi chiedo anche un favore. Und ich bitte euch um di pregare per me, perché ich brauche eure Gebete, ich werde auch für euch beten, aber ich brauche eure Gebete. Und jetzt lasst uns gemeinsam Gott beten, dass er uns alle vereint. Come on, also das ist so, los, lasst uns, wir sind Brüder, ja? Lasst uns eine geistliche Umarmung geben und lasst Gott das Werk beginnen, das er angefangen hat. Das Video heißt übrigens von Tony, The Miracle of Unity Has Begun. Das Wunder der Einheit hat begonnen. Ein berühmter italienischer Autor namens Manzoni schrieb in einer Novelle, von einem einfachen Mann, der unter den Leuten gesagt hat, ich habe niemals gesehen, dass Gott ein Wunder begonnen hat, ohne dass er es beendet hat. Der Papst sagt, das Wunder der Einheit hat begonnen und es wird beendet werden. Ihr Lieben, die Bibel sagt auch, dass diese Einheit für eine kurze Zeit zustande kommen wird. Aber Daniel 2 sagt, sie werden nicht aneinander haften. Aber es wird soweit kommen.
Ich bitte euch, mich zu segnen, und ich segne euch. Von Bruder zu Bruder. Ich umarme euch. Danke. Jetzt Achtung, Direktion. Herrlich, 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 herrlich. Wollen wir fast gar nicht übersetzen, nicht wahr? Jetzt wollen Sie für ihn beten. Jetzt hört mal gut zu. Oh, Vater. Father, we answer his request. Wir antworten auf seine Bitte. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to und wir, weil wir nicht wissen, wie man beten soll, in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. Für die Einheit des Leibes Christi. We come together in the unity of our faith. Wir kommen zusammen in der Einheit des Glaubens. So Father, we just all of us now. Wir alle jetzt, Vater. According to Scripture, gemäß der Bibel, wenn wir nicht wissen, wie man beten soll, dann beten wir im Geist. Dann gibt uns der Heilige Geist Aussprache. Wir erhalten Gebete des Glaubens. We receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege. Bofo fredino un kindashe. Kennt ihr mir die Sprache? Stelepero kumo blabadero. Das ist nicht Sanskrit. Das ist auch nicht altgeorgisch, das ist Zungenrede. Ja? Meine Lieblingsautorin Ellen White sagt, diese Sprache ist nicht nur auf der Erde, auch im Himmel unbekannt. Jetzt beten Sie, im Geist. Übrigens, wenn jemand Interesse hat an dem Thema, auch von den Zuschauern, biblische Zungenrede, schreibt uns einfach eine E-Mail, wir können euch Fragen beantworten dazu, aber das haben wir nicht die Zeit. Die Bibel sagt, Zungenrede war gegeben worden, um Sprachbarrieren zu überbrücken, aber das hier ist eine Sprachbarriere aufbauen, ja? Das kann keiner verstehen. Und wenn es nicht vom Heiligen Geist kommt, dann gibt es einen anderen Geist, der dahinter ist. Und die Bibel sagt, dass es die Geister von Dämonen sind, die die Einheit der Kirchen und der Welt beschleunigen werden. Offenbarung 16 spricht von den Geistern der Dämonen, die aussehen gleich Fröschen, um alle zusammenzusammeln, auf den großen Tag Gottes hin. Könnt ihr nachlesen, Offenbarung 16. Oh, hallelujah. 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 Glory, glory, glory. Er steuert das für mich. Sag mir das. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Schalte die Stimmung um. Thank you, Lord Jesus. Tony, bring your phone in. Come here. Und jetzt kommt die Gegenantwort. Ich war, Tony, bring dein iPhone mit. Ja, komm her. Suchen das noch schnell. I want you to video a message back. Du sollst jetzt eine Botschaft zurückbringen, aber die ist nur sehr kurz. Come up here. Komm jetzt hoch. And let's do it this way. Und jetzt soll er quasi die gesamte Kongregation aufnehmen. Wie gesagt, das sind tausende Pastoren weltweit. Ja, du musst nochmal in den Vatikan zurück, ja? Ja, natürlich. My dear sir. Mein verehrter Herr. My dear sir, mein verehrter Herr, thank you so from the bottom of our heart. Danke so von dem tiefen Grund unseres Herzens. All of these leaders, all diese Leiter, represent literally tens of thousands, buchstäblich Zehntausende von Gläubigen, that love you, die dich lieben, that believe God with you, die glauben, dass Gott mit dir ist. And in answer to your request, und als Antwort auf deine Bitte, we have just prayed for you, haben wir gerade für dich gebetet und mit dir gebetet. So und wir haben es im Geist getan. And we believe we receive
Und wir glauben, dass wir gemäß der Bibel das bekommen haben, worum wir gebetet haben, das Word of Faith. Ja? Denn wir sollen ja glauben, dass wenn wir etwas beten, dass wir es auch bekommen. Unser Wunsch, Herr, ist, dass mit dir is in the fourth chapter. Und jetzt zitiere aus dem vierten Kapitel. Of the book of Ephesians. Aus dem Epheserbrief. Till we all come. Bis wir alle. In the unity of the faith. In die Einheit des Glaubens kommen. And of the knowledge of the Son of God. Und in die Erkenntnis des Gottes. Man, zur vollkommenen Mannesreife. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Of Christ. Thank you, sir. Danke, Herr. We do bless you. Wir segnen dich. We receive your blessing. Wir erhalten auch deinen Segen. Es ist sehr wichtig für uns. And we bless you with all of our hearts. Und wir segnen dich mit all unserem Herzen. We bless you with all of our souls. Mit all unserer Seele we bless segnen wir dich. You with all of our might. Mit all unserer Kraft segnen and wir dich. We thank you, sir. Und wir danken dir, Herr. We thank God for you. Wir danken Gott für dich. And so, und so, all of us wir alle declare together, sagen es gemeinsam. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Once again, all together. Be blessed. Amen. 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 Komm eigentlich mal kommentieren. Ihr Lieben, das wäre vor 50 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Völlig undenkbar. Halleluja. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Also er lädt ihn jetzt ein, noch in den Vatikan zu kommen. Er sagt, ja klar, ich bin bereit. God's will be done. Ja, Gottes Wille wäre getan. Tony, thank you, sir. Danke, Herr. My, also, danke, how Tony. You bless this place tonight. Thank you. Amen. I told you you'd never forget it. Ich habe euch gesagt, ihr werdet es nie wieder vergessen. Könnt ihr hören, ganz am Anfang? Yeah. Whoa. I tell you, I'm telling you right now. Ich sage euch, heaven is thrilled over this. Der Himmel freut sich darüber. Das glaube ich nicht. Oh, thank you, Lord. Das kann ich jetzt tun sein. Hallelujah. Ja, und so weiter. Wisst ihr, was so thrilling to me? Als ich vor 47 Jahren in Dienst kam, da war das unmöglich. Und wir haben das dann gelesen und gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Und ihr Lieben, ihr seht, es ist ziemlich krass. Vieles von dem, was gesagt worden ist, hat man früher schon gehört, aber nicht mit dieser, Eindeutigkeit, die sagt, wenn wir Brüder und Schwestern sind, brauchen wir keine protestantische Kirche. Wir können alle zusammenkommen, wir können eins sein. Ja, ihr könnt vielleicht eure Tradition behalten und das behalten und so weiter, aber alle zusammenkommen. Bevor wir schließen in einigen Minuten, möchte ich euch nur noch einige wenige Minuten einen kurzen Ausschnitt zeigen von einem Video, das der Tony Palmer danach gemacht hat, wo er nochmal betont, was besonders wichtig ist, damit wir ja nicht missverstehen, was der Papst gesagt hat. Ach Gott, ich muss ja raus. Genau. Genau. Ach übrigens, ich glaube nicht, dass jeder Kreis eine Sonne ist und jedes Dreieck eine Pyramide. Aber das Zeichen ist ziemlich eindeutig, oder? Kann mir jemand sagen, was das für ein Zeichen ist? Ich war jetzt vor kurzem in Rom. An jeder Papstkirche hängen diese beiden Schlüssel in 25.000-facher Ausfertigung. Aber dieser Orden ist anglikanisch, das ist der Orden von Tony Palmer. Aber er hat die Schlüssel des Vatikans auf dieser Seite. Und nur die letzten Minuten dieses Videos, wo er sozusagen, nachdem er nochmal das Video zeigt, was wir gerade gesehen haben, noch einmal zusammenfasst, was wir auf jeden Fall jetzt tun sollten. Achtung, geh weiter. I wanted to close the video. Ich möchte das Video beschließen with a couple of reflections, mit kurzen just so Überlegungen, we don't miss, damit wir nicht verpassen, was der Papst gesagt hat. A challenge. Und es gibt auch eine Herausforderung. Hearing is not enough. Hören ist nicht genug. We must act. Wir müssen handeln. We must keep up
with the Spirit of God. Wir müssen mit dem Geist Gottes Schritt halten. And ride this wave of the tsunami. Und diese Tsunami-Welle reiten. Was macht ein Tsunami? Zerstört. Er sagt, da kommt ein Tsunami. Und wir müssen die Gelegenheit ergreifen und mitreiten. Firstly, erstens, it's both historic and healing. Es ist historisch, habt ihr jetzt gezählt, wie oft? Es ist historisch und heilsam, to hear a Roman pontiff einen römischen Papst zu hören, refer to us as brothers and sisters. Der uns, er ist immer noch Protestant, der uns als Schwestern und Brüder anerkennt. Pope Francis is the head of 1.2 billion Christians. Auch das betont er immer wieder. Papst Franziskus ist der Kopf von 1,2 Milliarden Christen. And he embraced us into his family. Habt ihr das gehört? Und er hat uns umarmt into, embraced into his family. Der Papst hat ganz gesagt, ich sehne mich nach diesem Embraggio, nicht wahr? Diesem spiritual hug, dieser Umarmung. Aber er sagt, was der Papst meint, in seine Familie. Was ist die sichtbare Einheit? Wir glauben dasselbe, also könnt ihr auch wieder zu uns zurückkommen. Wir haben schon auf euch gewartet. Lasst uns drücken. Kommt zurück. Er sagt es ganz deutlich. As brothers, als Brüder and his sisters, und seine Schwestern. And calls us to put an end to our separation. Und er ruft uns auf, diese Trennung zu beenden. He mentions in his video, er erwähnt in diesem Video seine Sehnsucht, to see an end of our separation. Dass diese Trennung zu Ende kommt. Pope Francis himself is the one who is asking us for full unity and full communion. Papst Franziskus bittet uns um völlige Gemeinschaft und völlige Einheit. Nicht nur Teileinheit, nicht nur völlige Einheit. Ich hoffe, ihr verpasst es. Es geht immer um visible unity, sichtbare, volle Einheit. What is striking, was besonders bemerkenswert ist, he awakens us to the fact that the real communion is not the bread. Die wahre Gemeinschaft ist nicht das Brot, uses his story about sondern the brothers of Joseph, Bruderschaft. With, because of their hunger, jetzt spricht er über die Geschichte von Josef. They were then propelled to Egypt to go find bread. Wiederhol die Geschichte nochmal. To eat. But they found something more. Aber sie fanden etwas mehr. They found their brother. Sie haben ihren Bruder gefunden. And this, Pope Francis is saying, this is what we find in the true communion. Und das finden wir in der wahren Gemeinschaft. We find our brotherhood. Wir finden unsere Bruderschaft. We find our brother. Wir finden unseren Bruder, unsere Schwester. That we thought we'd lost. Von der wir gedacht haben, dass wir verloren haben. When we look for bread, wenn wir nach Brot ausschauen, which we think we need, was wir angeblich brauchen, we are going to find our brother, dann finden wir unseren Bruder, which is what we really need. Was wir wirklich we need brauchen. To find that we are brothers and sisters wir brauchen again. Unsere Brüder und Schwestern. We, who are not Roman Catholics, wir, die wir nicht römisch-katholisch sind, hungry for the bread of communion. But sind hungrig nach dem Brot. Again. Frage. Wer sind also die Brüder, die von Josef sind? Die nicht römisch-katholischen. Wer ist dann also Josef? Er sagt es selbst. Also es ist nicht unsere Interpretation. Das ist nicht irgendwie jetzt so hinein manipuliert. Er sagt selbst, der Papst meint mit Josef sich selbst und wir alle, die wir hungrig sind, als nicht römisch-katholische nach der Einheit. That the bread is secondary. Aber das Brot ist zweitrangig. Es ist die Gemeinschaft. The real gift of communion, die wahre Gabe der Gemeinschaft, ist die Bruderschaft. For those of us who have ears to hear, für alle von uns, die Ohren zu hören haben, ja? Sagt nicht Jesus immer, wer Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt? Man hätte auch diesen Vortrag überschreiben können, wer Ohren hat zu hören, denn es gibt den einen Geist und wer Ohren hat zu hören, wird das hören, es gibt den biblischen Geist und wer Ohren hat zu hören, Offenbarung 13 wird merken, Offenbarung 13 erfüllt sich vor unseren Augen. Let us hear. Because this is both profound, denn es ist, and revolutionary. Es ist profund und Pope revolutionär. Francis is calling us into an authentic, er ruft uns in eine based on the fact that we are brothers authentische and sisters Gemeinschaft, in Christ, weil wir Brüder und Schwestern not in Christus sind. Communion through our common traditions. Also nicht einfach nur Gemeinschaft durch Gemeinsamkeiten, sondern volle Gemeinschaft in Christus Jesus. Keine Unterschiede mehr. Im Wesentlichen. This is a new way forward. Das ist ein neuer Weg.
And for many of us, this is the way we have been waiting for. Und viele von uns haben darauf schon lange gewartet. We must seize this moment. Wir müssen diesen Moment Therefore, nutzen. Deshalb I'd like to challenge möchte ich herausfordern, leaders of all non-Roman Catholic Church denominations. Alle Leiter aller nicht römisch-katholischen Kirchen hiermit herausfordern. Er spricht also auch zu unseren Leitern, zu allen Leitern. Speaking to all of us. Er spricht all zu allen Reformed, all non-Roman Catholic nicht römisch-katholischen, that have not yet die noch nicht the joint declaration die gemeinsame Rechtfertigungserklärung unterzeichnet haben, on the doctrine of justification, which brought an official die ein offizielles Ende zum Protest gebracht hat. In 1999. 15 years ago. Vor 15 Jahren schon. The first step der erste Schritt in dealing with spiritual racism, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Spiritual racism heißt geistlicher Rassismus. Was ist geistlicher Rassismus? Wenn wir uns voneinander trennen. Ihr Lieben, wenn ihr in Zukunft biblische Prophetie folgen wollt und sagen wollt, hier ist die Wahrheit und diese Kirche predigt nicht die Wahrheit, dann wird das in Zukunft geistlicher Rassismus sein. Und wenn dann irgendwann die ganze Welt geistlich denkt, weil sie alle dem Papst nachfolgen, dann ist geistlicher Rassismus genauso schlimm wie echter Rassismus. Und das Ende könnt ihr euch ausdenken. Schaut mal ganz kurz, was er hier noch sagt, weil das sehr interessant ist, auch für die Verbreitung dieser Botschaft. Divine. It is division that's diabolic. Kannst du lauter machen? I will close with this. Ich möchte damit schließen. Pope Francis personally told me that we Papst Franziskus hat mir persönlich gesagt, we are free to allow this message that you are listening to, this video that you are watching, to go all over the world. Papst Franziskus hat mir persönlich gesagt, er erlaubt, dass dieses Video in die gesamte Welt geht. Also es ist mit Wissen und mit Willen des Papstes, dass sich das verbreitet. Ja? Es ist nicht, dass er irgendwas jetzt hier so gemacht hat. On any and all media. Und zwar auf allen Medien, die nur denkbar sind. We asked him personally before we made this video. Wir haben ihn persönlich gefragt, bevor wir dieses Video gemacht haben. So share the good news. Also, verbreite die gute Nachricht. And let's begin an epidemic of love and unity. Die Musik dazu ist interessant, nicht wahr? Lasst uns eine Epidemie der Liebe und der Einheit beginnen. Man fühlt sich fast ein bisschen zurückversetzt in alte Zeit, nicht wahr? Among Christians of all denominations. Unter Christen aller Denominationen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Go and infect the world. Im Namen Jesu geh und infiziere die Welt. May the peace and goodness of God the Father. Und jetzt schließt er das Video mit seinem Segen und so weiter. Ich wollte es nur euch gesagt haben, dass also von vatikanischer Seite das gewollt ist, dass das wirklich weltweit, es ist ziemlich viral gegangen durch das Internet, das ist gewollt, es ist wirklich eigentlich Propaganda. Das ist, was es eigentlich ist. Wenn man sich die historischen Tatsachen anschaut und die biblischen Tatsachen und so wie auch Dinge vereinfacht werden und zusammengefasst und weggelassen werden, ist eigentlich Propaganda. Jetzt wollte ich euch nur noch dieses andere Video zeigen. Und das hat zu tun mit einem charismatischen Katholiken, einem Priester aus Amerika. Sein Name ist Mark Goring. The disunity among Christians is a scandal. Also er ist ein charismatischer Priester und er reagiert jetzt auf dieses Video von Tony Palmer und sagt, das ist ein Skandal, dass wir nicht geeint sind. Anti-witness. Es ist ein Gegenzeugnis. And that's why the call to unity. Deswegen ist dieser so Ruf important. So wichtig nach der Einheit. Now what I want to do tonight is I want to share with you sieben Punkte teilen über christliche Einheit. Wir haben jetzt nur wenige Minuten rausgeschnitten. Unity. Seven points about sieben Punkte über christliche Einheit. And the reason we're speaking about this, und der Grund, warum wir darüber sprechen, ist, is because, I don't know how many of you have seen, ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat, where the Anglican bishop, über den anglikanischen Bischof, Tony Palmer, Texas, der nach Texas gegangen ist, large church in Dallas, eine große Kirche da, jetzt erklärt er das. He spoke to Protestant evangelical Christian leaders. Der zu den protestantischen Leitern da gesprochen hat. Also es sind nicht nur wir, die das analysieren, auch die Katholiken analysieren das in ihren Kirchen. Ja, tun quasi genau dasselbe. Thousands of them at a big conference. Sie haben eine große Konferenz gehabt. And he spoke about Christian unity. Und er sprach über christliche Einheit. Not only did he speak about Christian unity, aber nicht nur hat er darüber gesprochen. He had a video. Er hat ein Video from Pope Francis. Von Papst Franziskus. He just met with Pope Francis. Er hat sich nur mit Papst Franziskus gerade getroffen.
And he told Pope Francis that he was going to be meeting with these evangelical Christian leaders, and he said, you know, do you want to give them a message? Und er hat sie gefragt, ob er ihnen eine Botschaft geben möchte. Take out your phone. Und dann hat der Papst gesagt, nimm dein Video raus. And so this is on YouTube now. It's gone kind of viral. Ist ziemlich umgegangen. But it's such a sign of hope. Aber so ein Zeichen der Hoffnung. I want you to all look up that YouTube. Ich hoffe, dass ihr alles euch anschaut. Bishop Tony Palmer. Ihr solltet eingeben in Google Bishop Tony Palmer. And Pope Francis. Und Papst Franziskus. You'll get it. Und dann werdet ihr es bekommen. Schaut es euch an. Anyways, 7 points about Christian unity. Number one. Erstens. Unity among Christians Einheit must Christen be a dream muss ein Traum for every sein. Christian. Für jeden Christen. Believer in Christ should long Jeder for the Gläubige day an Christus that we are sollte sich sehnen nach diesem Tag, wenn wir wieder eins sind. Visible unity Und zwar die sichtbare Einheit. This is something that should be close to the heart das of every ganz nah believer Herzen sein, in Jesus Christ. And so there's been this recognition Achtung. That da hat diese Erkenntnis gegeben oder diese Bemerkung. Yes, the church will be united once again. Dass die Gemeinde irgendwann wieder die Kirche wieder geeint sein wird. But it's going to be a miracle. Aber es muss ein Wunder sein. It's not going to be a work of man. Das kann it's going to be a work of Es kann kein Werk von Menschen sein, es muss ein Werk Gottes sein. It's gonna be a miracle. Es muss ein Wunder sein. And again, what Bishop Tony Palmer is saying is that the miracle has begun. Aber Bishop Tony Palmer sagt, das Wunder hat begonnen. Ich meine, der Papst hat ja gesagt, das Wunder hat begonnen und Gott wird das Wunder beenden. Point number three Punkt Nummer is drei. That there's also been this kind of understanding. Da hat es auch dieses Verständnis schon gegeben. Achtung, jetzt this hört gut expectation zu. Diese Erwartung. Prophecies. Ja, sogar die Prophezeiungen. That the Lord, He Himself is going to raise up prophets. Dass Gott selbst Propheten erwecken wird, sagt dieser Priester. When He wants to work this miracle of Wenn er dieses Wunder bewirken möchte. He's going to raise up prophets who are going to speak boldly and with the anointing of the Spirit, saying. Wo er Propheten erwecken wird, die kühn, mutig, boldly, ja, also kühn, mutig und mit der Ersalbung des Heiligen Geistes sprechen werden. That the disunity in the church must end. Und dann sagen, diese Uneinheitlichkeit in der Kirche, Uneinigkeit muss beendet werden. It's a scandal. Das ist ein Skandal. It's an embarrassment. It's a shame. Eine Schande. People who will speak with the authority of God, with the Menschen, die mit der Autorität Gottes sprechen. Also wenn sie sprechen, spricht Gott. Ja, das ist ein Prophet. Er macht ziemlich deutlich, was er meint. Leute, die, wenn sie sprechen, dass Gott durch sie spricht. Anointing of the Spirit. Mit der Salbung des Heiligen Geistes. They will have the leaders realize that we must work for unity. Und sie werden dann die Leiter dahin bringen, dass die Leiter erkennen, wir müssen auf Einheit wirken. Das heißt, er erwartet und viele andere erwarten, da werden Leute kommen aus den Kirchen, vielleicht nicht die bekanntesten, die solche Botschaften predigt werden. Und dann werden die Leiter der Kirchen sagen, ja, das stimmt, wir müssen darauf hören. Das ist prophetische Botschaft. We need to get off our high horses. Wir müssen von unseren hohen Rossen runter. We need to kind of get out of our you know, indifference and wir müssen von unserer Gleichgültigkeit wegkommen. Must work for unity. Wir müssen für die Einheit kämpfen. So important. Ist so wichtig. And the Lord, He will raise up prophets. Ich sage das noch einmal: Der Herr wird Propheten erwecken. Raise up, das ist das Wort, was du nutzt. Raise up prophets. Who will insist on this? Die darauf bestehen, die das betonen werden, insistieren. Who will have the authority of God? Ich sage das noch einmal: Die Autorität Gottes haben. The anointing of the Spirit. Salbung des Heiligen Geistes. Now is the time. Die sagen, jetzt ist die Zeit. The disunity must end. Die Uneinigkeit muss jetzt beendet werden. We must unite and we must unite now. Wir müssen uns vereinen und wir müssen uns jetzt vereinen. Ja, ich hoffe, ihr seht die Dringlichkeit, die Worte, die sie wählen. You know, you look at in the Middle East and other parts of the world. Wenn ihr in den Nahen Osten schaut und andere Teile der Welt, these demonstrations, da gibt's diese Demonstrationen. People are demanding die Leute democracy. Wollen Demokratie. They're demanding freedom. Sie wollen Freiheit. And they're using the social media. Sie benutzen die sozialen Netzwerke, ne? Social Media, Facebook und all die Sachen. Jetzt kriegt ihr so einen kleinen Hinblick, wie diese Einheit sich vollführen wird. Lange Zeit haben Christen geglaubt, wenn es Ökumene gibt, dann wird das irgendwo an den theologischen Ausschüssen, ich war behandelt, werden die schreiben irgendwelche Erklärungen und diskutieren. Er gibt so einen anderen Hinweis. Es könnte sein, dass es am Ende eine Jugendbewegung ist. Ja? Soziale Medien, Facebook, YouTube, nicht wahr? Emotionale Botschaften, ein bisschen Musik dazu. Da kann sich dann ein Theologieprofessor in Heidelberg oder sonst wo die Nase drüber rümpfen,
das spielt für die Einheit der Kirche am Ende keine Rolle. Das überrollt, das ist ein Tsunami, nicht wahr? Und ich glaube, selbst wenn es da noch theologische Unterschiede geben würde, das überrollt alles. Und das ist das, was er sagt. And oftentimes it's the younger people who es sind oftmals die jungen Leute, have this hope, this idealism. Die diese Hoffnung haben, diesen Idealismus. Ist nicht interessant, dass Gott auch die Jugend gebrauchen möchte, um das Werk abzuschließen? Die setzen auch auf die Jugend. Es sind übrigens auch junge Leute, die das hier machen, nicht wahr? And they're saying, we want freedom and wir wollen Freiheit. We want it now. Wir wollen sie jetzt. And so too, the Lord will raise up prophets who will ich sage das nochmal. Und so auf diese Weise wird der Herr Propheten erwecken. Say, now is the time for unity. Jetzt ist die Zeit für Einheit. We must work towards this. And wir müssen darauf zuarbeiten. If you watch the Bishop Tony Palmer, und jetzt sagt er, wenn ihr den Tony Bishop Palmer anschaut, YouTube, auf YouTube, this is a man I believe the Lord has raised up. Das ist ein Mann, den der Herr erweckt hat. Er sagt, raised up. Er benutzt dasselbe Wort, was er 3 oder 4 Mal vorher für Propheten benutzt hat. Also im Kontext, obwohl er es nicht wörtlich sagt, im Kontext sagt er eindeutig, das ist ein Prophet. Das ist einer von, der mit der Autorität Gottes spricht. Und wenn er mit der Autorität Gottes spricht und ihm widerspricht, wem widersprichst du dann? Und übrigens, erklär das mal einem Weltmenschen, dass du so einer liebevollen Botschaft eigentlich widersprichst, nicht wahr? Das ist so liebevoll, das ist so zuckersüß, da ist fast gar nichts dran zu finden, es sei denn, du kennst die Bibel. Ansonsten, wenn du sagst, ja, wenn du dagegen widersprichst, bist du eigentlich verrückt, oder? Ja, so wunderbar, nicht wahr? Das sind alle Gemeinsamkeiten. Und to speak about unity and to get us going, to show. Also er spricht über Einheit, er bringt uns in Bewegung, er zeigt uns einen Weg. The fifth point, der fünfte Punkt, or the fourth point, thank you. The fourth point is, the unity we're talking about is what we call visible unity. Also welche Einheit, worüber sprechen Sie? Sichtbare Einheit, visible unity, nicht einfach nur so irgendwo in der Hinterkammer, sichtbare Einheit. The truth is that the body of Christ, the church, theologically, as Bishop Tony says, is one. Theologisch, so ist Ihre Meinung, ist die Kirche eine. Es gibt nur eine Kirche, so wie Tony Palmer gesagt hat. Er hat sich ja korrigiert, nicht wahr? Erinnert euch. Nicht 3 Kirchen, sondern 1 Kirche, 3 Denominationen. Es gibt nur eine Kirche. Und das ist die allumspannende katholische Kirche. Und die haben ihren Sitz wo? In Rom. We are brothers and sisters in Christ. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. No matter what denominations, egal welche Denomination wir sind. We are sons and daughters of the same Father. Wir sind Söhne und Töchter. We're brothers and sisters in Christ. But there are these divisions. Aber diese Trennung. Another saying is, the walls that divide us do not reach to heaven. Da gibt es dieses Sprichwort, die Mauern, die uns trennen, die gehen nicht ganz bis zum Himmel. Ja, da ist ein bisschen Platz oben. There's walls that divide us, but they don't reach to heaven. But those walls must come down. Aber diese Mauern müssen weggeschafft werden. Because they're a scandal, die sind ein Skandal, and they're an embarrassment, die sind eine, and they also ja, prevent the proclamation of the gospel. And all of us, we're still learning, you know. Und alle von uns, wir lernen immer noch. We're still deepening our faith. When I was wir vertiefen immer noch unseren Glauben. Catholic. Ja. I had these views that were more Catholic, or that were, you know, more Catholic than the Pope. Als ich noch junger Katholik war, hatte ich Ansichten, die waren noch katholischer als der Papst selbst. Ja, ich war so, er sagt mal so ein Hardliner quasi, ja. Aber? And then I went to seminary. Aber dann bin ich aufs Seminar gegangen, aufs theologische Seminar. So many of the things we argue about between Catholics and Protestants. Es gibt so viele Dinge, wo wir als Protestanten und Katholiken diskutieren. They're not issues. Die sind gar keine Themen eigentlich. If you really go into the theology, wenn du richtig in die Theologie, also wie sie am Seminar gelehrt wird, sage ich jetzt dazu, hineingehst, du fragst den katholischen Theologen, the Protestant den protestantischen Theologen, we agree. Da stimmen wir schon längst überein. Das stimmt übrigens auch in großen Teilen. Ja? No issue. Kein Thema. And yet, at a lower level, aber auf diesem unteren Level, nicht wahr, wo die Gemeindeglieder noch nicht wahr, die alten Traditionen haben quasi, we'll fight about these things. Da kämpfen wir miteinander. Und jetzt Achtung. And argue and quote scriptures wir zitieren die Schrift, nicht wahr? Quasi, wenn ihr aufs Seminar gehen würdet und alle Theologie studieren würdet, dann wäre es schon längst kein Thema, nicht wahr? Aber da wir immer noch irgendwie nur die Bibel zitieren und irgendwie diskutieren, deswegen haben wir es noch nicht gerafft, dass wir eigentlich alle schon eins sind. We're wasting our time. Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir die Bibel zitieren. Das ist, was er sagt. A lot more unites us than divides us. Viel mehr verbindet uns, als uns trennt.
need to humble ourselves. Wir müssen uns demütigen. And have a love, a respect for each other. Und brauchen und so weiter. Demut und Respekt voneinander. Und manches von dem, was er sagt, dass wir Demut und Respekt brauchen, glaube ich, ist ganz wahr. Aber ich denke, das ist sehr interessant, weil ihr seht, das ist nicht nur eine Privatidee von Tony Palmer, der vielleicht irgendwie den Papst, sondern das ist etwas, wo der Papst voll hintersteht und was auch von der katholischen Seite aufgegriffen wird und unterstützt wird. Ja. In einem anderen Teil des Videos, das wir jetzt nicht mehr zeigen, der sagt, ihr könnt das ganze Video auch auf YouTube anschauen, das ist ein bisschen länger, da sagt er, er liebt es, zu Pfingstlern zu predigen und er liebt es, wenn Pfingstler zu ihm predigen, ich habe sie alle so lieb, nicht wahr? Und er sagt dann auch, wir müssen über einige Dinge reden. Es gibt einige Dinge, die uns noch trennen, da müssen wir intelligent drüber reden, aber erstmal müssen wir uns lieb haben, nicht wahr? Wenn wir uns lieb haben und alle eins sind, dann können wir auch über die Dinge reden. Ja, und das ist ja interessant. Ja, das noch dazu. Ihr könnt das im Internet das vollständig euch anschauen und noch weiter gucken. Aber bevor ihr dann irgendwie alle Videos dieser Welt anschaut, das müsst ihr auch nicht tun. Es ist das viel wichtiger, nämlich die Bibel, eine Geist der Weissagung lesen und wissen, was passiert. Und ab und zu mal schauen, wo die Ereignisse stehen. Und in diesem Hinblick, was jetzt die evangelikalen Christen angeht, ist hier, das ist ein Meilenstein. Wir dürfen nicht vergessen, Kenneth Copeland ist nicht der einzige charismatische Leiter der ganzen Welt. Es gibt andere, die vielleicht noch nicht ganz davon begeistert sind. Es ist nicht so, dass plötzlich der gesamte Protestantismus verschluckt ist und nicht mehr zu finden ist. Das ist nicht der Fall. Aber wir sehen diesen Meilenstein. Wir sehen Meilenstein und wir sehen vor allem, was mir wichtig war, dass wir gesehen haben, wie die Argumentationslinie ist, wie die Methode ist. Viele der Dinge schockieren uns vielleicht gar nicht, weil wir sie schon mal gehört haben woanders. Aber ihr seht sozusagen wieder, wie dieses Ganze, wie das sich am Ende realisieren wird. Ich glaube, es wird immer deutlicher. Durch eine Jugendbewegung, durch Medien und durch Musik und durch Emotionen und durch viel liebevolle Argumente. Und ein bisschen am Nebenrand, lasst uns nicht legalistisch sein, nicht wahr? Da kann keiner was, und lasst uns nicht so viel die Bibel zitieren und Lehren sind auch unwichtig. Das streut man immer so ein. Weil man genau weiß, das würde ja das Ganze auffliegen lassen. Und deswegen müssen wir genau darauf achten, dass wir die Bibel zitieren und kennen. Nicht legalistisch werden, nicht gesetzlich werden, aber das Gesetz Gottes aus Liebe hochhalten. Weil das ist der Maßstab. Ich möchte euch noch etwas hier zeigen. Und das ist, bevor wir schließen, die Protestation von Speyer. Was war der Protest? Ich lese euch das mal vor. Ja? Wir protestieren durch diese Erklärung vor Gott, unserem einigen Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Seligmacher, der einst uns richten wird und erklären vor allen Menschen und Kreaturen, dass wir für uns und die Unsrigen in keiner Weise dem vorgelegten Dekret beipflichten oder beitreten. Da ging es darum, ihr könnt Protestanten dort sein, aber wir sind Katholiken hier und ihr anerkennt uns an und ihr kommt nicht zu uns rüber. Wir sind alles eins, nicht wahr? Ihr könnt eure Tradition ein bisschen behalten, aber lasst uns nicht mehr gegeneinander kämpfen. Und allen den Punkten, welchen Gott seinem heiligen Worte, unserem guten Gewissen, unserer Seligkeit zuwiderlaufen. Wie sollten wir das Edikt billigen können und dadurch erklären, dass wenn der allmächtige Gott einen Menschen zu seiner Erkenntnis beruft, dieser Mensch nicht die Freiheit hat, diese Erkenntnis anzunehmen, da nur die was? Lehre, welches Gottes Wort gemäß ist, gewiss genannt werden kann. Tony Palmer sagt, Lehre ist unwinnig, braucht man nicht, hindert uns nur. Da nur die Lehre, welches Gottes Wort gemäß ist, gewiss genannt werden kann, da der Herr eine andere zu lehren verbietet, da jeder Text der Heiligen Schrift durch deutliche Stellen derselben ausgelegt werden soll, da dieses heilige Buch in allem, was dem Christen Not tut, leicht verständlich ist und das Dunkel zu zerstreuen vermag, so sind wir mit Gottes Gnade entschlossen, allein die Predigt des göttlichen Wortes, wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ist, lauter und rein und nichts, was da wieder ist, aufrechtzuhalten. Dieses Wort ist die einzige Wahrheit, die alleine Gerichtsschnur aller Lehre und alles Lebens und kann nicht fehlen noch trügen. Wer auf diesen Grund baut, besteht gegen alle Mächte der Hölle, alle Menschentorheit, die sich da widerlegt, verfällt vor Gottes Angesicht. Ich glaube auch mit Tony Palmer, dass dieser Protest fast zu Ende ist. Es gibt kaum noch Protestanten, die so denken. Aber ich glaube, es gibt noch einige. Und ich hoffe, du, lieber Freund, liebe Freundin, bist einer von diesen echten Protestanten. Deshalb verwerfen wir das Joch, das man uns auferlegt. Und so weiter und so fort. Zum Schluss ein letztes Zitat. Schaut mal hier. Die Protestanten stehen gegenwärtig den Erscheinungsformen der römisch-katholischen Welt wohlwollender gegenüber als in den früheren Jahren. In den Ländern, in denen der Katholizismus nicht im Zunehmen begriffen ist und die Päpstlichen eine versöhnliche Haltung einnehmen, um Einfluss zu gewinnen, herrscht eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der päpstlichen Hierarchie trennen. Es setzt sich immer mehr die Ansicht durch,
dass wir in den wichtigsten Punkten nicht so weit auseinandergehen, wie vermutet wurde, und dass uns ein geringes Zugeständnis in ein besseres Verhältnis zu Rom bringen wird. Habt ihr das heute Abend gehört? Es gab eine Zeit, da die Protestanten hohen Wert auf die Gewissensfreiheit legten, die sie so teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum zu verabscheuen und waren der Auffassung, dass es der Untreue gegen Gott gleichkäme, nach Übereinstimmung mit Rom zu streben. Wie weit weicht die Gesinnung davon ab, die sich heute kundtut? Die Verteidiger des Papsttums erklären, dass ihre Kirche verleumdet worden sei. False evidence appearing real? Propaganda? Dass ihre Kirche verleumdet worden sei, und die protestantische Welt ist geneigt, diese Erklärung anzunehmen. Viele machen geltend, dass es ungerecht sei, die römische Kirche der Neuzeit nach den Gräueln und Absurditäten zu richten, die ihre Herrschaft während der Jahrhunderte der Unwissenheit und der Finsternis kennzeichneten. Sie entschuldigten ihre entsetzliche Grausamkeit mit der Rohheit der Zeiten und behaupten, dass die Einflüsse der modernen Kultur ihre Gesinnung gewandelt hätten. Haben diese Menschen den Anspruch auf Unfehlbarkeit vergessen, der 800 Jahre lang von dieser anmaßenden Macht geltend gemacht wurde? Weit davon entfernt, diesen Anspruch fahren zu lassen, wurde er im 19. Jahrhundert mit größerer Bestimmtheit bestätigt als je zuvor. Die Verfassung der Vereinigten Staaten sichert Gewissensfreiheit zu. Nichts ist teurer oder wesentlicher. Papst Pius IX. Sagt in seiner Enzyklika vom 15. August 1854, die abgeschmackten und irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein außerordentlich verderblicher Irrtum, eine Pest, die vor allen anderen in einem Staat am meisten zu fürchten ist. Klingt ganz anders als, lasst uns alle umarmen, oder? Ist aber genauso gültiges Recht in der Kirche. Derselbe Papst spricht in seiner Enzyklika vom 8. Dezember 1864 den Bannfluch aus über diejenigen, die die Freiheit des Gewissens und des Glaubens behaupten, wie auch über alle solche, die darauf bestehen, dass die Kirche nicht Gewalt üben dürfe. Der friedfertige Ton Roms in den Vereinigten Staaten schließt keineswegs eine Sinnesänderung in sich. Es ist duldsam, wo es ohne Hilfe ist. Bischof O'Connor sagte, die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Allerdings gibt es auch echte Christen in der römisch-katholischen Gemeinschaft. Tausende dienen Gott nach der besten Erkenntnis, die sie besitzen. Der Katholizismus als Religionssystem stimmt heute nicht mehr als zu irgendeiner früheren Zeit seiner Geschichte mit dem Evangelium Christi überein. Und heute sagen tausende Protestanten, wir predigen dasselbe Evangelium wie die Katholiken. Die protestantischen Kirchen befinden sich in großer Finsternis, sonst würden sie die Zeichen der Wahrheit wahrnehmen, Zeichen der Zeit wahrnehmen und nicht schreien, Glory, Glory, Glory. Die römische Kirche ist weitblickend in ihren Plänen und in der Art ihres Wirkens. Ich hoffe, ihr habt im Video gesehen, alle Hauptaktionen gingen immer von Rom aus. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass Rom zumindest im Fall von Toni Palmer nicht irgendjemanden von sich in die Kirche dort eingeschleust hat, sondern jemand aus der Kirche sich rangezogen hat, der dann wieder zurückgehen kann. Weil dem glaubt man es ja. Habt ihr das gesehen? Manchmal haben Protestanten so viel Angst vor der Infiltration durch Jesuiten und so weiter und übersehen diese Methode, die hier bei Toni Palmer so super funktioniert hat, jemanden aus der Kirche für sich zu gewinnen und dann über dieses Mittel zurückzuwirken. Sie bedient sich jeder List, um ihren Einfluss auszudehnen und ihre Macht zu mehren. Sie bereitet sich auf einen grimmigen und entschlossenen Kampf vor, um die Herrschaft der Welt wieder zu gewinnen und alles zu vernichten, was der Protestantismus geschaffen hat. Warum brauchen wir noch eine protestantische Kirche, haben wir gerade sagen hören, und die protestantischen Prediger schreien Amen, Glory, Halleluja. Ich meine, ihr Lieben, was braucht es noch? Die Protestanten haben sich mit dem Papsttum eingelassen und es begünstigt. Sie haben Verträge und Zugeständnisse gemacht, die selbst die Katholiken überraschten und die sie nicht verstehen konnten. Die Menschen verschließen sich dem wahren Charakter der römischen Kirche und den Gefahren, die von ihrer Oberherrschaft zu befürchten sind. Sie müssen aufgerüttelt werden, um dem Vordringen dieser so gefährlichen, des gefährlichen Feindes der bürgerlichen und religiösen Freiheit zu widerstehen. Das alles ist kein Kommentar zum Video von Toni Palmer, sondern mehr als 120 Jahre alt. Geschrieben im Buch The Great Controversy Between Christ and Satan. Wenn Sie, lieber Zuschauer, das Buch nicht kennen oder jemand hier das nicht hat, wir senden es Ihnen zu. Sag jetzt einfach so. Wir haben es nämlich in rauen Massen hier.
schreiben Sie uns eine E-Mail. Wenn Sie es nicht haben, wir senden es zu. Sie sollten dieses Buch gelesen haben, bevor dieses Jahr zu Ende ist. Womit schließen wir? Gibt es einen dritten Elia? Die Bibel sagt, es wird einen wahren Elia geben. Ein Elia, der so wie Elia gegen die Einheit kämpft. Zur Zeit von Elia, da gab es die Kirche der Baalspriester und die Kirche der Aschera-Priester. Und die haben alle gesagt, komm, lass uns zusammen machen. Nicht, ja? Und da gab es die Kirche der abgefallenen Israeliten, die gesagt haben, hey, die Kanaaniter, die waren ja schon länger im Land als wir, oder? Lasst uns zurück zu den Wurzeln. Und der wahre Elia stand da und hat gesagt, das ist Götzendienst. Und er wurde mit dem Tode bedroht. Dann gab es den zweiten Elia. Der zweite Elia war Johannes der Täufer. Der hat auch nicht die Sadduzäer und Pharisäer alle zusammengebracht, sondern er hat gesagt, ihr Schriftgelehrten, er bringt der Buße würdige Frucht. Hat sie ziemlich angegangen, nicht wahr? Hat dem König gesagt, wenn er eine unerlaubte Verbindung eingegangen ist, das darfst du nicht, das ist Sünde. Und er ist dafür gestorben. Was wird der dritte Elia tun? Wird er mitreiten auf dieser Welle des Tsunamis? Oder wird er als Einziger stehen, so wie Elia auf dem Berg Karmel, wenn alle anderen fallen und sagen, oh, wir wissen auch nicht, sagen, wer ist auf der Seite des Herrn? Das ist die Wahrheit. Wir protestieren noch. Und wenn alle anderen Protestanten ihren Protest aufgeben, ich gebe ihn nicht auf. Was ist mit dir? Wir haben eine Botschaft. Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann wird er all diejenigen zu sich nehmen, die vorher durch das Gericht hindurchgegangen sind, indem sie all ihren Glauben an ihren hohen Priester, den wahren Priester, gehabt haben und Jesus sie freigesprochen hat, weil er für sie gestorben ist. Die Frage ist, was sollten wir tun in dieser Zeit, wenn wir sehen, da ist eigentlich nicht viel noch, was in der protestantischen Welt dagegen. Es gibt noch ein paar Leute, die damit unzufrieden sind und ich glaube, viele von denen werden noch aufwachen. Ja? Aber wir sehen, im Generellen bröckelt da so ziemlich mittlerweile alles, was nur bröckeln kann. Da ist nicht mehr viel übrig. Es bröckelt alles. Der Tsunami reißt alles mit sich. Die Frage ist, stehen wir auf unserem Fundament? In dieser Zeit, in der nicht nur Tony Palmer, sondern viele andere ihre Hände und Füße und alles, was sie am Körper haben, ausstrecken, um endlich wieder mit Rom Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass dieser Mann vielleicht sogar sehr aufrichtig ist. Ich möchte nichts falsch unterstellen. Die Bibel macht ganz deutlich, dass am Ende der Zeit die meisten, die verführt sind, aufrichtig sind. Sie sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Haben wir nicht Glory, Glory, Halleluja geschrien und Wunder getan und Word of Faith und das alles? Haben wir das nicht alles getan? Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, ihr Gesetzesübertreter. Das, was den Unterschied macht am Ende, ist das Gesetz Gottes. Das macht den Unterschied. Wir haben übrigens eine Folge über die Gesetze Gottes jetzt auf der Kanstadt Study, aber könnt ihr reinschauen, wird sehr interessant. Lasst uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Und vorher möchte ich nur die eine Frage stellen, wer von euch möchte sich erstens vornehmen, biblische Prophetie mehr zu studieren, zweitens, wer das noch nicht getan hat, den großen Kampf zu lesen, ihr solltet es wirklich tun, und drittens, ein Elia zu sein, ein wahrer Elia, der sich nicht mitreißen lässt von dieser Welle, sondern sagt, okay, die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. Aber wenn wir nicht handeln, dann wird es noch länger dauern. Wir müssen jetzt vorangehen. Denn die Bibel sagt in Daniel 11, dass der Mann der Sünde, der König des Nordens, erst die letzten Aktionen durchführen wird, wenn er sich erschrecken wird durch die Botschaft von Osten und Norden, die dreifache Engelsbotschaft, wenn die verkündigt wird in der ganzen Welt. Dann wird er ausziehen. Und dann werden die letzten Ereignisse kommen. Dann wird Michael aufstehen. Dann werden wir errettet werden. Mit anderen Worten, die eine Seite ist schon auf Go. Jetzt sind wir am Zug. Wir sind am Zug. Wer von euch möchte sagen, ich möchte ein Elia sein? Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns aufstehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns zeigst, wo wir stehen. Wir wollen die Dinge nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Wir wollen nicht in Panik verfallen, wir wollen nicht sensationslüstern werden. Wir wissen, dass das ein Stein auf dem Weg ist, dass das nicht das Ende aller Dinge jetzt gewesen ist. Wir wissen, dass noch andere Dinge passieren müssen, bevor du wiederkommst. Und wir wissen, dass vor allem auch in unseren Reihen Dinge passieren müssen. Aber wir sehen ganz deutlich Schritt für Schritt die Erfüllung von Prophetie. Wir können ganz deutlich sehen, wie immer mehr diese Dinge, die seit
Jahrhunderten in der Bibel stehen und auch im Geist der Weissagung, dass sie wirklich real sind, auch wenn vor 100 Jahren noch Leute darüber gelacht und gespottet haben, ob jemals amerikanische Protestanten die Hand ausstrecken würden, um Rom die Hand zu schütteln. Da haben die darüber gelacht, heute sehen wir es. Jesus, vergib uns, dass wir so oft uns einholen lassen von den unwichtigen Dingen des Lebens. Lass uns sehen, wo wir stehen. Lass uns zu echten Elias werden, die mit Liebe, aber mit Deutlichkeit die Wahrheit predigen und Menschen davor warnen, vor diesem Tsunami, der wirklich kommen wird. Und wenn schon die andere Seite Mittel und Ressourcen und Menschen beruft und aussendet, um das zu tun, lass uns doch auch in uns gehen, ob wir nicht auch Mittel und Ressourcen und auch persönliche Energie hineinstecken können, um die Wahrheit an die Welt zu bringen, um unter den Kirchen zu arbeiten, um sie in die wahre Einheit zu führen, die wahre Einheit mit dir, den wahren neuen Bund. Herr Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns alle aufwächst, dass unsere Gemeinde aufwächst und dass du uns Weisheit schenkst für diese letzte Zeit, in der wir leben. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Amen.